So, herzliche Begrüßung zu unserer öffentlichen Anhörung heute im Umweltausschuss. Alle technischen Probleme sind jetzt hoffentlich beseitigt und der Kontakt zu allen Sachverständigen hergestellt. Wir haben heute eine Anhörung zur Änderung des Atomgesetzes. Es geht um die 17. ATG-Novelle. Und wie leider schon geübte Praxis seit einem Jahr, führen wir aufgrund der Situation mit Corona die Anhörung als WebEx-Videokonferenz durch. Der Öffentlichkeit wird der Zugang leider ausschließlich durch die Online-Übertragung im Internet gewährt. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen, meine Kolleginnen und Kollegen, auch aus mitberatenden Ausschüssen, sowie Vertreterinnen aus dem Bundesumweltministerium. Das ist Frau Schwarzelür-Sutter. Herzlich willkommen. Wir hatten gerade schon das Vergnügen miteinander in der nicht öffentlichen Sitzung. Und jetzt begrüße ich natürlich ganz besonders die von den Fraktionen benannten Sachverständigen. Wenn Sie kurz noch mal die Hand heben, wenn ich Sie aufrufe, damit wir wissen, dass auch von mir zu Ihnen die Verständigung klappt, dann haben wir gute Aussichten, dass das nachher auch alles funktioniert. So, der erste unserer Sachverständigen ist Dr. Harald Thielen von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Hallo. Dann haben wir Dr. Herbert Posser von Posser, Spieth, Wolfers und Partners. Ja, hallo. Dann Dr. Olaf Däuber von Becker-Büttner-Held. Hallo. Juliane Dickel vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Ja, hallo. Professor Dr. Wolfgang Ewer von Weißleder-Ewer Rechtsanwälte. Ja, hallo. Linda Compagnini vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch Ihnen ein Hallo. Dr. Ulrich Wollentheit, Rechtsanwälte Günther. Ja, hallo. Und Dr. Dörte Fouquet nochmal von Becker-Büttner-Held. Hallo. So, wunderbar. Die Verständigung scheint zu funktionieren. Ich muss Ihnen jetzt noch einige allgemeine Hinweise geben. Die Sitzung wird live übertragen. Ich habe schon gesagt, über das Internet, Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden ebenfalls über das Internet zugänglich gemacht. Wir verfassen üblicherweise auch ein Wortprotokoll. Wenn es dazu keinen Widerspruch gibt, machen wir das auch heute so. Gut, dann ist das so beschlossen. Und jetzt zum Ablauf der heutigen Anhörung. Zuerst haben Sie alle jeweils 3 Minuten Zeit für Ihr Eingangsstatement. Versuchen Sie, die Zeit einzuhalten. Je klarer Sie sich an Ihre Zeitvorgaben halten, umso mehr haben wir die Chance, tatsächlich auch eine dritte Runde Frage-Antworten dann durchzuführen. Die ist meist verkürzt, aber trotzdem kommt man da noch mal zu Antworten. So, dann die spannenden Frage-Antwort-Runden. Die laufen bei uns so ab, dass immer die oder der Abgeordnete Ihnen die Frage stellt und damit das Budget anfängt zu laufen, das Zeitbudget. Das heißt, jede Fraktion hat in jeder Runde 5 Minuten Zeit für Frage plus Antwort. Leichte Erschwernis für Sie als Sachverständige ist, dass Sie selber auf die Zeit achten müssen, ab dem Moment, wo die Frage beginnt. Das ist im Ausschuss physisch immer einfacher. So liegt es jetzt in Ihrer Verantwortung, auf die Zeit zu achten. Und deshalb auch wie immer noch mal mein herzlicher Appell an meine Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, zu Beginn Ihrer Wortmeldung gleich den Namen des oder der Sachverständigen zu nennen, damit die oder der auch die Chance hat, von Anfang an auf die Zeit zu schauen. Ja, also als erstes den Namen des oder der Sachverständigen zu nennen, dann Ihr Kommentar, wie auch immer, und Ihre Frage natürlich vor allem. Insgesamt 5 Minuten. Es gilt die Regel, je kürzer der Abgeordnete fragt, umso mehr hat der oder die Sachverständige Zeit zu antworten. 2 Runden bekommen wir üblicherweise mit den 5 Minuten hin, eine dritte im Allgemeinen verkürzt. Das hängt immer ein bisschen von der Disziplin ab, die ja im Eifer des Gefechtes auch nicht immer so ganz einfach einzuhalten ist. PowerPoints, soweit Sie welche haben, müssen Sie bitte selbst einblenden und auch bitte daran denken, sie anschließend wieder selbst zurückzuziehen. So, damit bin ich am Ende der Vorwörter. Als Berichterstatterin sind wir gemeldet Carsten Möhring, Nina Scheer, Rainer Kraft, Judith Skudelny, Hubertus Debel und ich selbst mache das dann für die Grünen. Und damit geht jetzt das Wort an unseren ersten Sachverständigen für das Eingangsstatement. Das ist Herr Dr. Thielen von der GRS,
GRS. Bitte, Herr Dr. Thielen. Ja, danke. Erst einmal vielen Dank für die Einladung als Sachverständiger. Ich hätte jetzt gern die Freigabe, dann könnte ich was freigeben. So, können Sie meine Folien sehen? Wir sehen Sie, ja. Ja, okay. Gut, in meinem Eingangsstatement möchte ich kurz einmal skizzieren, wie der Nachweis des Schutzes vor SWD grundsätzlich abläuft. Ich bin mir bewusst, dass diese Darstellung viele Vorgänge vereinfacht und nicht auf alle Fälle ohne weiteres anzuwenden ist. Gut, an oberster Stelle steht natürlich der erforderliche Schutz vor SWD, dessen Gewährleistung Genehmigungsvoraussetzung gemäß Atomgesetz ist. Die Schutzziele, die ja leider etwas klein wiedergegeben sind, aber ich wollte sie nicht verkürzen, sind die Verhinderung der Freisetzung zum einen in erheblichen Mengen und der missbräuchlichen Nutzung ionisierender Strahlung vor Ort. Das ist die Entwendung mit dem Ziel der Freisetzung einer erheblichen Menge an einem beliebigen Ort und der Entwendung von Kernbrennstoffen in Mengen, die in der Summe zur Herstellung einer kritischen Anordnung ausreichen. Diese Schutzziele werden durch sogenannte SWD-Richtlinien verfolgt. Hier erfolgt eine Kategorisierung des Inventars und die Nennung von anlagenspezifischen Maßnahmen. Die sind natürlich auch der Grund für die Einstufung dieser SWD-Richtlinien als VS nur für den Dienst geworden. Diese SWD-Richtlinien, wie auch die später genannte SWD-Berechnungsgrundlage, werden auf Basis einer als VS vertraulich eingestuften Lastannahme erstellt. Auf der Grundlage einer Gefährdungsbewertung der Sicherheitsbehörden werden hier konkrete Angaben zu Tatszenarien, Täterverhalten, zu unterstellenden Waffen und Hilfsmitteln mit konkreten Leistungs- und Mengenangaben gemacht. Diese Lastannahmen werden regelmäßig evaluiert und mögliche Entwicklungen angepasst. Das letzte Glied stellt die SWD-Berechnungsgrundlage dar. Hierin werden Randbedingungen der Modellierung und die Schutzziele mit einem konkreten Kriterium in Form einer effektiven Dosis, also 100 Millisievert durch Inhalation und 7 Tage Bodenstrahlung gefestigt. Also meiner Meinung nach sollte der Geheimschutz bestehen bleiben und nicht aufgeweicht werden, da Detailinformationen für den potenziellen Täter stark anleitenden Charakter haben können. Und es sollten die Schutzziele beim Nachweis des Schutzes vor SWD auch im Atomgesetz durch die Nennung eines konkreten Kriteriums für die effektive Dosis gefestigt werden. In anderen Gesetzen, beispielsweise im Strahlenschutzgesetz, erfolgen ja auch Nennungen solcher Richtlinien. Danke. Dankeschön, Herr Thielen. Und das nächste Statement kommt von Dr. Posser. Bitte schön, Herr Posser. Ja, vielen Dank auch an Herrn Thielen. Das war ein sehr instruktiver Einstieg, der zeigt, dass hier tatsächlich eine sich aufdrängende Fragestellung gegeben ist. Denn trotz der sehr intensiven und aufwendigen Befassung der Behörden bleibt die Kernfrage, ob und wie die dortigen Grundlagen und Erkenntnisse tatsächlich im öffentlichen Diskurs überprüft werden können. Und dabei ist eines klar, Herr Thielen hat es gesagt, es darf nicht einfach offengelegt werden, denn die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik, aber auch der Anwohner, einschließlich der Kläger, erlaubt das nicht. Und die aktuelle Lösung im § 99 und 100, die reicht nicht, denn sie normiert keine Rechtsfolge. Was passiert, wenn die Geheimhaltungsbedürftigkeit festgestellt ist? Dann werden die Gerichte und alle Betroffenen alleine gelassen. Die Gerichte helfen sich mit einem Ermittlungs- und Bewertungsdefizit, weil die Behörde in der Schwierigkeit steht, Geheimnisverrat oder Prozessverlust zu betreiben, also ein Dilemma. Und das führt dazu, dass dann Genehmigungen aufgehoben werden, obwohl sehr ausführlich die Prüfung tatsächlich stattgefunden hat. Das wiederum ist ein Perpetuum mobile, weil ja anderer Stelle und Behörde wissen, dass sie genehmigungsfähig handeln, aber Gerichte und Kläger wissen das nicht. Das ist eine absurde Konstellation, deshalb besteht Handlungsbedarf. Das ist auch kein theoretisches Problem oder nur eins der Zukunft, sondern es gibt laufende Verfahren, in denen sich das stellt. Uns wird auch in absehbarer Zeit § 9, § 9a Absatz 2a solche
Genehmigungsverfahren geben, wo sich genau diese Fragen stellen. Und der Bund hat jetzt einen Vorschlag vorgelegt mit der Normierung des exekutiven Funktionsvorbehalts, und zwar, so verstehe ich die Regelung, in Form einer gesetzlichen Fiktion. Das heißt, der Gesetzgeber selber übernimmt die politische Verantwortung. Das ist auch das, was das Bundesverwaltungsgericht von ihm erwartet. Und tut das in einer dreistufigen Prüfung, indem er die Lastannahmen definiert, die SEWD-Richtlinien am Maßstäbe bindet und sodann sagt, ich übernehme die politische Verantwortung, wenn die Zulassungsbehörde auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse diese Entscheidung trifft, dann ist das für mich als Gesetzgeber okay. Dagegen gibt es verfassungsrechtliche Bedenken, die werden wir gleich hören. Wenn man aus diesen Gründen oder eine breitere parlamentarischer Legitimation oder Einbindung der Gerichte, die sich natürlich nicht freuen, wenn ihnen Kontrollkompetenzen genommen werden, und einer größeren Akzeptanz in der Öffentlichkeit das anders sehen will, dann ist der Vorschlag des Bundesrates sinnvoll. Denn einfach nur auf den 99 zurückfallen, das geht nicht. Man muss sich über die Maßstäbe der gerichtlichen Kontrolle, Willkürkontrolle etc., ich habe dazu Vorschläge gemacht, klären. Und wenn man das gemacht hat, dann ist ein solches In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache richtig, weil dann tatsächlich auch eine gerichtliche Kontrolle stattfinden kann. Ich würde also insofern den Vorschlag des Bundesrates unterstützen, wenn man nicht der Auffassung der Bundesregierung folgen wollte. Danke. Dankeschön, Herr Dr. Posser. Und jetzt hören wir das Statement von Dr. Olaf Däuber. Bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich will kurz einerseits auch zum atomrechtlichen Funktionsvorbehalt und dann auch zu dem ja nicht vorgesehenen, im Regierungsentwurf nicht vorgesehenen In-Kamera-Verfahren in der atomrechtlichen Hauptsache ausführen. Beim atomrechtlichen Funktionsvorbehalt ist, glaube ich, seit Jahrzehnten klar, dass es ihn gibt. Es ist sozusagen richterrechtlich entwickelt worden, indem man eben bestimmte Bereiche sozusagen der Exekutive zugewiesen hat, natürlich mit einem besonderen Rechtfertigungsgrund, weil durch diesen Beurteilungsspielraum der Exekutive letztendlich der Grundsatz der gerichtlichen Vollüberprüfbarkeit exekutiven Handelns beschränkt wurde. Die Gründe dafür liegen letztendlich darin, dass die Exekutive eben mit besonderen Ressourcen, mit Wissen, mit Kenntnissen, auch mit Erfahrungswerten ausgestattet ist, die Exekutive jedenfalls im Grunde nach am besten geeignet erscheinen lassen, eben diesen bestmöglichen Sicherheitsstandard im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren auch dauerhaft zu gewährleisten. Da liegt der maßgebliche Sachgrund für den atomrechtlichen Funktionsvorbehalt. Das hat man jetzt kodifiziert oder versucht es zu kodifizieren in dem § 44 des Entwurfs der Bundesregierung. Letztendlich bin ich der Meinung, in diesem dreistufigen Aufbau, der jetzt dort zugrunde gelegt ist, versucht man genau diesen atomrechtlichen Funktionsvorbehalt nachzuzeichnen. Ich würde nicht sagen, dass damit sozusagen eine gerichtliche Kontrolle auf Willkürüberschreitung sozusagen dessen, was ausreichende Datenbasis betrifft oder auch die Berücksichtigung von des Standes von Wissenschaft und Technik damit nicht möglich wäre. Das wäre, wenn man es so verstünde, aus meiner Sicht dann auch letztendlich verfassungsrechtlich nicht in Einklang zu bringen, weil eben dieses Mindestmaß gerichtlicher Kontrolldichte ja kein Selbstzweck ist, sondern ja letztendlich verfassungsrechtlich geboten ist. Und es geht ja auch um Normen, die ohne jeden Zweifel Trittschutz gewähren. Das führt uns aber eben dann zu diesem Dilemma, was der Kollege Posser auch eben schon beschrieben hat. Einerseits eben das Interesse der Behörden zur effektiven Verteidigung ihrer Genehmigungsentscheidung unter Wahrung der staatlichen Geheimhaltungsinteressen einerseits, andererseits eben natürlich die Interessen von potenziellen Klägern auf effektiven Rechtsschutz. Und da würde ich auch tatsächlich sagen, dass so wie die Verfahren praktisch im Moment mit dem 99 VWGO ausgestaltet sind, wo ein Zwischenverfahren möglich ist, wo aber nur über das Ob sozusagen, ob die Weigerung bestimmte Unterlagen vorzulegen, rechtmäßig ist oder nicht, entschieden wird, nicht wirklich weiterhilft. Und da, denke ich, ist tatsächlich auch der Vorschlag des Bundesrates, wie er im 44a dieses Entwurfes vorgeschlagen wird, wäre hilfreich. Man würde sozusagen dem Hauptsachegericht die Entscheidung ermöglichen, inwieweit eben dann
prozessuale Beteiligtenrechte im Hauptsacheverfahren vorzulegen sind oder vorzulegen wären oder auszuschließen sind. Und in jedem Fall würde das Hauptsachegericht eben eine materielle Entscheidung treffen können, würde zu einer fundierten Sachentscheidung befähigt das Gericht, sodass im Endeffekt auch den Interessen der Einzelnen an effektivem Rechtsschutz und staatlichen Geheimhaltungsinteressen eben Rechnung getragen wird. Ja, also, Herr Däuber, Sie müssten einen Punkt machen, bitte. Genau, noch vielleicht zwei Sätze. Soweit aus der Gegenäußerung der Bundesregierung verfassungsrechtliche Bedenken genannt werden, kann ich persönlich das nicht nachvollziehen. Wir haben auch andere Gebiete wie im Telekommunikationsrecht, wo es diese multipolaren Konfliktlagen gibt und wo man das dann in so eine praktische Konkordanz bringt. Und das, denke ich, wäre hier auch in ähnlicher Weise zu argumentieren, sodass ich im Ergebnis auch dem Kollegen Posser hier folge, dass ich ein Kameraverfahren in der Hauptsache begrüßen würde nach dem Vorschlag des Bundesrates, um diese Möglichkeit zu schaffen. Dankeschön. Dankeschön. Das waren zwei Thomas-Mann-Sätze, aber das kenne ich, das machen wir auch immer so. Juliane Dickel vom BUND, bitte. Ja, guten Tag und danke für die Einladung. Wir sprechen heute über ein großes Bedrohungspotenzial, über die Risiken von Terroranschlägen gegen Atomanlagen und wie diese wirksam zum Schutz der Menschen verhindert werden. Und es geht um die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien und demokratischer Grundrechte. Diesem Ziel wird der Funktionsvorbehalt, der im 17. Entwurf der zur Novellierung des Atomgesetzes normiert werden soll, aus meiner Sicht nicht gerecht. Die Überprüfung der Exekutive ist eine wichtige Aufgabe der Judikative. Atomrechtlich geht es ja auch um nicht weniger als die größtmögliche Sicherheit für Anwohner von Atomstandorten. Und wir haben viele Atomstandorte in Deutschland. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat 2013 die Genehmigung für das Standortzwischenlager Brunsbüttel aufgehoben. Unter anderem, weil die Risiken von gezielten Terrorangriffen und der Absturz eines A380 nicht ausreichend untersucht worden seien. Der Funktionsvorbehalt, der hier normiert werden soll, wurde also von einer gerichtlichen Instanz nicht anerkannt. Doch anstatt Gerichten Einsichtnahme zu ermöglichen, soll nun jedwede Überprüfung ausgeschlossen werden. Das ist ein eklatanter Eingriff in die Gewaltenteilung. Rechtsstaatlichkeit und BürgerInnenrechte müssen gewahrt bleiben. Und das leistet der aktuelle Entwurf nicht. Wir haben eine neue Situation. Der Bund verantwortet über eine bundeseigene Gesellschaft die Zwischenlage und eine Bundesbehörde erteilt die Genehmigung. Wenn nur die Exekutive die Judikative ausschließt, kann das erhebliche, auch gesellschaftliche Auswirkungen haben. Es wird der Eindruck erweckt, dass sich der Bund und dessen untergeordnete Behörden und Gesellschaften zukünftigen Klageverfahren weiter entledigen wollen. Sicherheit braucht umfassende Überprüfung und Kontrolle. In diesen Handlungsfeldern die BürgerInnenrechte zu beschneiden, beim Standortauswahlverfahren aber von Beteiligung und Transparenz zu sprechen, das ist ein Kontrast, der zu Recht Widersprüche und Zweifel weckt. Das kann perspektivisch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit auch bei der Suche nach einem tiefengeologischen Lager für hochradioaktive Abfälle nachhaltig beschädigen. Es entsteht der Eindruck, zum Schluss mache es sich die Exekutive einfach. Im Koalitionsverfahren war, wie schon gesagt, ein In-Kamera-Verfahren gefordert, was auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme noch einmal nachdrücklich empfohlen hat. Damit wären zumindest die Gerichte involviert, wobei auch dieses Verfahren demokratisch kritisch ist. Der jetzt vorliegende Entwurf ist in dieser Form aus meiner Sicht nicht tragbar. Die Sachlage ist enorm komplex, keine Frage. Es muss gelten, im Zweifel für die Sicherheit der Menschen unter Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien und demokratischer Grundrechte. Daher gilt eher Sorgfalt vor Eile. Das Thema sollte einer gründlichen öffentlichen Diskussion unterzogen werden und dann in der nächsten Legislaturperiode eine Lösung auf den Tisch kommen, die von einem breiten Konsens getragen wird und vor dem Bundesverfassungsgericht auch Bestand hat. Danke. Dankeschön. Herr Professor Dr. Wolfgang Eber, Sie haben das nächste Statement. Bitte. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Damen und Herren, auch von mir wird das Konzept des Gesetzentwurfs befürwortet. Auch ich möchte mich nur zu den zwei Stichworten äußern, Funktionsvorbehalt und In-Kamera-Verfahren. Ich meine, dass sich die Rechtsfigur des Funktionsvorbehaltes vor 40 Jahren von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelt und gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass sich diese Rechtsfigur bewährt hat.
Sie dient einem dynamischen Grundrechtsschutz. Sie gewährleistet eine ständige Aktualisierung der erforderlichen Schutzmaßnahmen und dies mit Blick auf die bestmögliche Verwirklichung des durch das ATG vorgeschriebenen Schutzes von Leben und Gesundheit. Ich glaube, dass dies gerade bei den hier in Rede stehenden Einwirkungen Dritter, insbesondere den Terrorangriffen, eine ganz große Rolle spielt. Denn bei naturwissenschaftlichen Risiken besteht immerhin die Möglichkeit, sie wissenschaftlich in irgendeiner Form belastbar zu prognostizieren, mit all den Schwächen, die es hat. Aber diese Möglichkeit ist gegeben, sie statistisch zu ermitteln und Ähnliches. Die Einschätzung, welche Angriffe wann, auf welche Weise, mit welchen neuen Methoden erfolgen, die sind aber einer solchen Möglichkeit entzogen. Und deswegen können sie eigentlich von niemand besser beurteilt werden als von den versammelten Experten der zuständigen Behörden des Bundes und der Länder. Es trifft auch nicht zu, dass mit der Anerkennung des Funktionsvorbehaltes, wie eben gesagt wurde, jede gerichtliche Kontrolle ausgeschlossen ist. Vielmehr hat die Rechtsprechung schon bisher beim Funktionsvorbehalt immer daran festgehalten, dass das Vorliegen der ausreichenden Datenbasis und deren Heranziehung kontrolliert wird. Und auch die Frage, ob dem Stand von Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt der Behördenentscheidung gerecht geworden ist. Ich meine also, dass es keineswegs so ist, das muss man sich ganz deutlich vor Augen führen, dass jede Kontrolle ausgeschlossen ist, sondern es ist so, dass der Spielraum, der der Exekutive eingeräumt ist, auf die Einhaltung seiner Grenzen überprüft wird. Wäre es eigentlich besser für den Bürger, wenn man eine umfassende Kontrollmöglichkeit hat? Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich in einem anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit artenschutzrechtlichen Prognosen, wörtlich gesagt, Sie gestatten, dass ich zitiere, in außerrechtlichen tatsächlichen Fragen besteht aber zugunsten der Gerichtsbarkeit keine Vermutung, dass sie über mehr Expertise verfügt als die Verwaltung. Weil nichts dafür spricht, dass die gerichtliche Einschätzung wissenschaftlich ungeklärter Zusammenhänge eher richtig ist als die der Behörde, vermag die gerichtliche Kontrolle insofern auch nicht zum Schutz der Rechte der Betroffenen beizutragen. Ich denke, dass sich das eins zu eins auf die hier in Rede stehende Materie übertragen lässt. Abschließend noch wenige Überlegungen zum Im-Kamera-Verfahren. Entschuldigung, bitte sehr wenige Überlegungen. Die 3 Minuten sind durch. Ich glaube, dass dort erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Denn der Grundsatz, dass audiatur et altera pars, auch die andere Seite muss die Argumente kennenlernen, sie können nicht nur von einer Seite dem Gericht unterbreitet werden. Dieser Grundsatz ist vom Bundesverfassungsgericht stets sehr hoch gehalten worden und das aus gutem Grund. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt hören wir Linda Compagnini vom zuständigen Ministerium in Nordrhein-Westfalen. Bitte, Frau Compagnini. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Einladung. Mein Name ist Linda Compagnini und ich bin im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen für das Atomrecht zuständig. Gerne fasse ich meine Rechtsauffassung zum Entwurf zusammen. Grundsätzlich sind die vorgesehenen Regelungen der 17. Atomgesetzesnovelle insgesamt zu begrüßen. Sie heben bewährte Grundlagen der Sicherung auf Gesetzesebene und bringen somit mehr Rechtssicherheit. Das Kernstück der Novelle ist der sogenannte atomrechtliche Funktionsvorbehalt. Dieser in der Rechtsprechung, wie wir gehört haben, entwickelte Grundsatz, dass die Exekutive für die Risikoermittlung und Bewertung allein verantwortlich ist, wird nun gesetzlich geregelt. Bei diesem Beurteilungsspielraum, der auch in anderen Rechtsgebieten existiert, ist der sachliche Hintergrund, dass die zuständigen Fachbehörden den größtmöglichen Sicherheitsstandard gewährleisten können. Deshalb ist es richtig, dass ein solcher Funktionsvorbehalt in das Atomgesetz aufgenommen wird. Folgendes Problem der eingeschränkten Aktenvorlage im Prozess wird aber hierdurch nicht gelöst. Die Unterlagen, die der Behörde im Verwaltungsverfahren vorgelegt werden, unterliegen im Bereich der Sicherung häufig dem staatlichen Geheimschutz. Sie müssen also vor unbefugter Kenntnis geschützt werden. Wird die Genehmigung von einem Dritten beklagt, muss die Behörde das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen nachweisen, ohne diese als geheim eingestuften Unterlagen dem Gericht vorlegen zu können.
Gelingt dies nicht, kann es dazu kommen, dass die Behörde das Verfahren bewusst verlieren muss. Soweit also der Funktionsvorbehalt als Lösung dieses konkreten Problems angeführt wird, ist zu bedenken, dass er ja schon lange in der Rechtsprechung existiert, das beschriebene Dilemma aber fortbesteht. Ich erwarte daher nicht, dass allein die Aufnahme in das Atomgesetz zu einer wesentlichen Änderung führen wird. Zudem regelt der Funktionsvorbehalt nicht, wie formal im Prozess mit solchen Verschlusssachen umzugehen ist. Eine effektive Lösung wäre der vom Bundesrat vorgeschlagene Entwurf für ein Kameraverfahren in der Hauptsache. Dies bedeutet ja, dass das Gericht, das der Kläger angerufen hat, auch über die Geheimhaltung gegenüber dem Kläger entscheidet. In jedem Fall aber darf das Gericht die Unterlagen einsehen. Dies ist der große Vorteil gegenüber dem bestehenden Verfahren, finde ich, im Übrigen auch für den Dritten, der gegen die Genehmigung klagt. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine solche Regelung bestehen meines Erachtens nicht. Mit § 138 Telekommunikationsgesetz existiert eine sehr ähnliche Vorschrift bereits im deutschen Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich für die Ausweitung auf andere Rechtsgebiete ausdrücklich offen gezeigt. Im Ergebnis sollte meines Erachtens die Gelegenheit dieser Sicherungsnovelle genutzt werden, um den größtmöglichen Rechtsschutz unter Berücksichtigung des staatlichen Geheimschutzes einzuführen. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt Dr. Ulrich Wollentheit, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich sehe anders als meine Vorredner keinen Handlungsbedarf. Das Thema Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter hat in der Tat die Rechtsprechung in der Vergangenheit beschäftigt. In der Zukunft wird das Thema in absehbarer Zeit keine prominente Rolle mehr spielen können. Die Atomkraftwerke werden demnächst abgeschaltet. Die Zwischenlagergenehmigungen sind alle rechtskräftig. Und auch das Stilllegungsurteil des Bundesverwaltungsgerichts zu ISA 1 von Januar dieses Jahres zeigt, dass das Thema aus meiner Sicht derzeit nicht regelungsbedürftig ist. Wie Frau Dickel schon zutreffend ausgeführt hat, ist eine solche Debatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher geeignet. Die gerade erst angelaufene Debatte um die Sicherheit der Zwischenlager und deren Genehmigungsverlängerung erheblich zu belasten. Ich finde auch, dass die Begründungsnarrative, die man in dem Gesetzentwurf findet, durchgängig falsch sind. Es ist nicht so, dass die Rückführung der Abfälle aus den Wiederaufbereitungsanlagen derzeit gefährdet wäre. Im Gegenteil, der Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs von Oktober 2020 zeigt meines Erachtens das Gegenteil. Mir ist auch anders als dem Kollegen Posser kein Prozess oder keine Situation bekannt, dass die Behörde vor die Alternative zwischen Geheimnisverrat und Prozessverlust gezwungen wäre. Das ist meines Erachtens eine Chimäre, auch ein Perpetuum mobile sozusagen, dass ein Ping-Pong entstehen könnte. Dieses Risiko sehe ich nicht. Es ist auch in der Praxis nicht passiert. Es ist auch logisch, nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig-Holstein sind natürlich die Zwischenlagergenehmigung auch nachgebessert worden. Ich sehe ein großes Risiko, wenn man den Funktionsvorbehalt, wie das in dem Entwurf in § 44 Absatz 3 vorgesehen ist, mit den Lastannahmen kurzschließt. Die Lastannahmen, das hatte der Sachverständige von der GRS sehr plastisch erläutert, die legen sozusagen die Szenarien fest, denen die Anlagen standhalten sollen. Und jetzt passiert Folgendes. Man sagt, der Schutz soll gegeben sein, wenn sozusagen diese Szenarien, die in den Lastannahmen niedergelegt sind, bewältigt werden. Wir haben im Moment die Situation, dass in den Lastannahmen zum Beispiel nicht der Flugzeugabsturz aufgenommen worden ist, obwohl genau dies das entscheidende Thema ist, was die Rechtsprechung in den vergangenen 20 Jahren ganz erheblich beschäftigt hat und was auch völlig zu Recht nach dem 11. September die Politik sehr intensiv beschäftigt hat. Wenn wir nun die Lastannahmen kurzschließen mit dem erforderlichen Schutz, geraten wir auch nach meiner Auffassung in eine verfassungsrechtliche Schieflage. Denn nach den Urteilen bereits des Bundesverwaltungsgerichts, die zum Teil in die Ende der 80er Jahre zurückgehen, sind die Schutzansprüche, die im Rahmen des Schutzes vor Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter zu gewährleisten sind, verfassungsrechtlich verbürgt, also in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Ich bin auch immer wieder überrascht darüber gewesen, dass man den Flugzeugabsturz nicht in die Lastannahmen aufgenommen
hat, das weckt bei mir auch Zweifel daran, ob tatsächlich diese Festlegungen, die dort getroffen worden sind, tatsächlich allein sicherheitsgerichtet fundiert sind. Ich meine, wenn man dort nachfragt, und ich habe öfters nachgefragt, findet man dort in der Regel auch Hinweise darauf, dass Opportunitätsgesichtspunkte eine Rolle spielen. Hätte man den Flugzeugabsturz nach 2001 die Lastannahmen aufgenommen, hätte das Handlungszwänge im Hinblick auf die laufenden Atomkraftwerke ausgelöst und möglicherweise auch Entschädigungspflichten nach § 18 des Atomgesetzes. Und das wollte man offenkundig vermeiden. Herr Wollentheil, könnten Sie einen Punkt machen hier? Ja, ich kann nur davor warnen, noch am Ende der Legislaturperiode hier mit einem Schnellschuss einen Sachbereich zu regeln, der gründlicher Überlegung und gründliches Nachdenken bedarf. Dankeschön. Dankeschön. Und das letzte Statement in der Eingangsrunde hören wir jetzt von Dr. Dörte Fouquet. Bitte, Frau Fouquet. Ja, vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Auch ich beschränke mich auf die Fragen, die auch die Vorredner angesprochen haben. Es geht in dem Entwurf der Novelle um den Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter, die SEWD-Fälle. Es geht der Bundesregierung bei dieser Novelle um den Bereich der Sicherung vor diesen willkürlichen Angriffen. Bis dato beruht das etablierte Verfahren auf abgestimmten Maßnahmen des Betreibers und des Staates. Da gibt es verschiedene Sicherheitsschutzeckpunkte, die die Verwaltungspraxis entwickelt hat. Diese Entwicklung beruht auf der Grundlage untergesetzlicher SEWD-Richtlinien. Darum ist aus meiner Sicht bereits die Verknüpfung der Verfahrensgrundsätze über die 17. Novelle mit einer gesetzlichen Bezugsnorm über Artikel 44 klar zu begrüßen. Ich komme auch ganz kurz zu dem Punkt der Lastenannahme. Im Gegensatz zu den geschätzten Kollegen sehe ich das hier als grundsätzlich zu begrüßen, dass nach § 44 Absatz 1 der Novelle die Störmaßnahmen oder sonstigen Einwirkungen Dritter nach dem Stand der Erkenntnis durch die zuständigen Behörden jetzt festgelegt werden müssen, weil sie jetzt ausdrücklich zu den Lastannahmen des Exekutivvorgangs zählen. Ein gelenkter Flugzeugabsturz ist etwa nun klar Teil der Lastannahmen aus meiner Sicht. Wir können darüber diskutieren. Insofern wird das Gesetz hier Klarheit bringen. Funktionsvorbehalt natürlich auch bei mir. Das Hauptthema, er ist lange eingeführt, dazu ist schon vorgetragen worden. Der Gesetzentwurf schließt die Lücke zwischen dem Richterrecht, durch Richterrecht etablierten Regeln zum Funktionsvorbehalt nun auch im Nuklearrecht. Das ist zu begrüßen. Ich möchte mich noch auf die Einschränkung der Rechtsfähigkeitsgarantie und des rechtlichen Gehörs hier etwas genauer beziehen. Meines Erachtens, oder ich glaube, das ist nicht bestritten, schränkt der Funktionsbehalt die Prinzipien der Rechtsfähigkeitsgarantie nach 19 Absatz 4 Satz 1 ein und schmälert den Anspruch auf rechtliches Gehör nach 103 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist so, das ist in der Natur der Sache. Die Rechtfertigungen ergeben sich aus den Umständen der Sicherheitsrisiken. Diese Beschränkung stellt aber eine Beeinträchtigung für private Kläger, private Klägerinnen und auch Verbände dar. Das ist nicht eine einfache Sache, über die man hinweggehen kann. Es ist aus meiner Sicht klar, das zu akzeptieren und auch im Gesetz zu etablieren ist, dass wir Funktionsvorbehaltsregeln brauchen und dass die auch nicht nur in Leitlinien und in der Verwaltungspraxis ihren Platz haben. Es ist aber bedauerlich, dass der Gesetzgeber bislang dem Vorschlag des Bundesrates nicht gefolgt ist und ein Kameraverfahren im Hauptsachenverfahren einführt. Wir haben schon gehört, das Bundesverfassungsgericht hat zum Grundrechtsschutz hier wichtige Unterscheidungen entwickelt, die hier sehr wohl heranzuziehen sind. Die Bundesregierung hatte ursprünglich eine aus meiner Sicht sehr weise Formulierung im Koalitionsvertrag. Und die Bedenken der Bundesregierung sind natürlich ernst zu nehmen. Wenn die Bundesregierung sagt, dass sie hier genau auf den Artikel 19 Absatz 403 bezogen Bedenken hat, da ist darüber zu reflektieren. Bislang sind mir diese Bedenken aber nicht ausreichend stark hergeleitet. Und vor allen Dingen scheint es hier einen Zirkelschluss zu geben. Nach Auffassung der Bundesregierung
kann das mit einem Hauptsache-Kameraverfahren das Ziel, die Rechtssicherheit zu erhöhen und eine abschließende gerichtliche Bewertung trotz eingeschränkter Aktenvorlage möglich zu machen, auf anderem Wege erreicht werden. Dadurch wird Frau Fouquet, auch Sie möchte ich bitten, einen Punkt zu machen. Das ist aber umgekehrt, würde man dann jetzt hier auf den 99 VWG in einem Beweislastverfahren geschoben und es mindert die Stärke des Richters im Hauptsacheverfahren. Insofern bleibt die Balance für mich unerklärt. Der Bundesregierungsbitte eher um Ergänzung aller Bundesratsbeschlüsse. Vielen Dank. Dankeschön. So, wir sind damit am Ende der Eingangsstatements und haben jetzt eine gute Grundlage für die Frage- und Antwortrunden. Ich erinnere noch mal kurz, 5 Minuten, Frage plus Antwort. Und meine Kolleginnen und Kollegen nennen bitte zuallererst den Namen des oder der Sachverständigen. Es beginnt für die Union Carsten Möhring, bitte. Vielen Dank für die Stellungnahmen. Ich habe eine Frage zunächst an Herrn Thielen und dann an Herrn Deuper. An Herrn Thielen nur kurz die Frage, die 100 Millisievert, die dort aufgeführt werden, woher stammt dieser Grenzwert? Ist der von Ihnen oder ist der woanders hergeleitet? Die Frage an Herrn Deuper bezieht sich auf das Problem der eben genannten Aufhebung der Genehmigung durch das Oberverwaltungsgericht Schleswig. Wie verträgt sich aus Ihrer Sicht diese Gerichtsentscheidung mit dem Thema Funktionsvorbehalt in der höchstrichterlichen Rechtsprechung? Und eben wurde von Herrn Wollentheit genannt, dass anschließend Nachbesserungen am Zwischenlager stattgefunden haben. Wie passt das mit Ihrer Verteidigung oder Ihrer Begründung für den Funktionsvorbehalt zusammen? Gut, ja, dann fange ich mal an. Ich war ja auch zuerst genannt von Ihnen. Danke, Herr Möhring. Ja, am Anfang stand die Frage natürlich, was ist eine erhebliche Freisetzung? Und die Antwort war natürlich einfach, eine erhebliche Freisetzung ist diejenige, die zu einer erheblichen Belastung führt. Und dazu hat man in der Wissenschaft die effektive Dosis eingeführt. Und es wurden daraufhin Szenarien und Maßnahmen des Notfallschutzes betrachtet, wie es herkömmlich auch bei kerntechnischen Anlagen der Fall ist. Und man hat gesagt, okay, eine einschneidende Maßnahme ist die Evakuierung. Ja, also wenn ein Eingriffrichtwert für die Evakuierung erreicht wird. Und das sind in diesem Fall halt die 100 Millisievert effektive Dosis durch Inhalation und 7 Tage Brunnen. Ja, zu der an mich gerichteten Frage, also das OVG Schleswig-Urteil oder dann auch Bundesverwaltungsgericht in der Folge in Sachen Zwischenlager Brunsbüttel ist natürlich ja im Grunde das prominente Verfahren, wo dann, sage ich mal, aus Behördensicht das Dilemma einerseits ihre Genehmigungsentscheidung effektiv vor Gericht zu verteidigen und andererseits aber eben auch staatliche Geheimhaltungsinteressen zu bewahren, relativ klar und offenkundig wurde. Letztendlich ist ja da die Genehmigung ja sozusagen aufgehoben worden. Und daran sieht man, oder in der Folge sieht man jetzt, glaube ich, auch ganz gut, in was für einen unbefriedigenden Zustand eigentlich für alle das hier geführt hat. Letztendlich sind wir immer noch im genehmigungslosen Zustand. Nach meinem Kenntnisstand läuft das Genehmigungsverfahren jetzt auch schon seit geraumer Zeit, also auf Neugenehmigung. Der Betreiber des Zwischenlagers hat ja zwischenzeitlich gewechselt. Letztendlich wird ja durch eine Anordnung der Landesatomaufsicht, eine Duldungsanordnung sozusagen, ein einigermaßen erträglicher Zustand sozusagen bereitet. Aber das ist eben jetzt auch schon seit Jahren der Fall. Also wir haben eben da keine klaren, eigentlich dafür vorgesehenen Instrumente sozusagen dann wirklich in Ansatz bringen können. Das wäre ja eben die Genehmigung durch die zuständige Behörde BASE. So, und durch durch diese Novellierung des atomrechtlichen Funktionsvorbehalts würde sich erstmal daran aus meiner Sicht nichts Grundlegendes ändern. Der atomrechtliche Funktionsvorbehalt, so wie er jetzt aus meiner Sicht jedenfalls formuliert ist im 44,
Absatz 3 ja insbesondere beschreibt das, was sozusagen die Rechtsprechung auch dauerhaft sozusagen entwickelt hat. Was eben tatsächlich dann vielleicht eine Veränderung bringen würde, wäre, wenn man eben dieses In-Kamera-Verfahren in der atomrechtlichen Hauptsache einführt. Denn ansonsten, insofern muss ich da schon auch dem Kollegen Posser an der Stelle beipflichten, kann eben so eine Situation entstehen, dass ja im Grunde in der, dass in der Hauptsache das Gericht oder sagen wir mal, dass die Behörde sozusagen nicht wirklich darlegen und vortragen kann, warum es genau die Entscheidung getroffen hat und in das Gericht in der Hauptsache dann eben im Grunde auch völlig richtig eine Entscheidung nach Beweislast treffen muss, aber eben auf einer verminderten Tatsachengrundlage, weil eben bestimmte Unterlagen zu Recht nicht in das Verfahren eingeführt werden können. Und das kann eigentlich, also das ist irgendwo ein Widerspruch in sich und führt dann eben zu ja letztendlich nicht wirklich nachvollziehbaren, richtigen Entscheidungen, sondern eben zu formalen Entscheidungen. Ich will damit nicht sagen, wie das Verfahren, wenn man so ein In-Kamera-Verfahren Hauptsache gehabt hätte beim OVG Schleswig, wie es da ausgegangen wäre. Das kann genauso ausgegangen, hätte genauso ausgegangen sein können, aber es wäre jedenfalls dann von dem Gericht in der Hauptsache eben mit einer fundierteren Sachkenntnis eben besser begründet und dann entschieden werden können. Und das würde man tatsächlich durch so ein In-Kamera-Verfahren, denke ich, hier in der Hauptsache bewerkstelligen. Dankeschön. Das Fragerecht geht an die SPD. Nina Scheer, bitte. Meine Frage geht an Herrn Professor Ewer. Sie hatten zuletzt in Ihrer ersten eingänglichen Wortmeldung noch mal etwas ausführen wollen. Das würde ich jetzt gerne noch mal nachfragen wollen, inwiefern wir eine Einseitigkeit im Gerichtsverfahren bekommen durch das hier in Rede stehende In-Kamera-Verfahren. Vielleicht können Sie hierauf noch mal etwas eingehender Ausführungen tätigen. Ja, das mache ich sehr gern, Frau Scheer. Vielen Dank. Also, ich hatte vorhin schon angefangen darzulegen, dass das rechtliche Gehör ein ganz wesentliches Fundament unseres rechtsstaatlichen Prozesses ist. Das Gericht darf seine Entscheidung nur auf Umstände stützen, die beiden Seiten bekannt sind, zu denen sich beide Seiten äußern können. Das betrifft jedenfalls die Tatsachen, die für die Entscheidung in der Hauptsache von Bedeutung sind. Zwar ist es so, dass beim jetzigen In-Kamera-Verfahren als Zwischenverfahren es auch bestimmte Dinge gibt, die nur von einer Seite vorgelegt werden. Aber erstens werden sie nicht dem Hauptsachegericht vorgelegt, was über die Klage zu entscheiden hat. Und zweitens betreffen sie bloß eine Zwischenfrage, nämlich die Frage, ob eine Vorlageverweigerung rechtlich ist oder nicht. Künftig wäre es aber so, dass bestimmte entscheidungserhebliche Tatsachen von einer Seite vorgelegt werden und dass die andere Seite keine Möglichkeit hat, davon Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äußern. Und das würde rütteln an einem unserer Grundprinzipien, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich mal vor, wenn das Schule macht und Sie haben einen Verbotsprozess gegenüber einer ausländischen Organisation vom Bundesverwaltungsgericht. Und dann würde man auf den Gedanken kommen, wir machen In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache. Der Verfassungsschutz darf vorlegen, die beklagte Behörde. Aber die Klägerin, der verbotene Verein, der kann nicht mal erfahren, was in diesen Unterlagen drin steht. Da würden sich mir ehrlich gesagt die Haare sträuben. Und mich überzeugt auch überhaupt nicht der Hinweis auf Paragraph 138 TKG. Denn zur Einführung dieser Vorschrift sah sich der Gesetzgeber aufgrund eines bestimmten Urteils des EuGH, Sie wissen das, diese belgische Entscheidung zur Rahmenrichtlinie für Telekommunikation, also zur Richtlinie 2002/21 EG gezwungen. Da hatte der EuGH gesagt, das müsse so auszulegen sein, diese Vorschrift der Rahmenrichtlinie, dass das zuständige Gericht uneingeschränkt über sämtliche Informationen, die der Regulierungsentscheidung zugrunde liegen, verfügen könne, auch wenn sie sozusagen vertraulich und geheim seien.
Das hat bindende Wirkung. Das steht von der Rechtsquellenhierarchie oberhalb der Verfassung. Das musste, auch wenn es mit 103 Grundgesetz nicht vereinbar ist, der deutsche Gesetzgeber akzeptieren und umsetzen. Das ist, kann aber aus diesem Grunde nicht als Beispiel dafür herhalten, dass es mit deutschem Verfassungsrecht vereinbar ist. So. Und wissen Sie, ich will das ganz deutlich sagen, meine Damen und Herren. Es gibt den schönen Grundsatz respice ad finem. Man sollte auch aufs Ende schauen, auf das, was an vielleicht sonst nicht bedachten Folgen eintreten kann. Wir sind uns hier alle einig in diesem Raum, in diesem digitalen Raum. Wir sind uns alle einig, dass das, was im Moment mit der Justiz passiert, in Ungarn, in Polen, in anderen Ländern, dass das völlig inakzeptabel ist. Und einer der Kernpunkte ist Geheimjustiz hinter verschlossenen Türen. So. Meine Auffassung ist, von unserem Grundverständnis, von unserem verfassungsrechtlichen, ist es problematisch, wenn wir diesen Weg aufmachen für Materialien, die für die Hauptsacheentscheidung von Bedeutung sind. Bisher geht es um Zwischenentscheidungen. Bisher geht es Entscheidungen, ob jemand Prozesskostenhilfe kriegt, die persönlichen Unterlagen, die Einkommensunterlagen und so weiter. Bisher geht es um bestimmte gesundheitliche Dinge im sozialgerichtlichen Bereich. Das sind sozusagen alles Sachen, die die eigentliche Hauptsacheentscheidung nicht betreffen, sondern die an anderer Stelle, an Nebenfragen für den Prozess nur Bedeutung haben. Wenn wir aber mit dem Grundsatz auf einmal, wenn wir ein Einfallstor schaffen für den Grundsatz, dass das Gericht nur entscheiden darf auf Grundlage von Tatsachen und Umständen, zu denen sich alle äußern könnten, dann fangen wir an, einen Strukturwandel unseres Prozesses einzuleiten. Und davor habe ich da ganz große Sorge. Und ich glaube auch, Frau Fouquet, dass man das Bundesverfassungsgericht nicht so verstehen kann. Die Entscheidung, die Sie vermutlich im Auge haben, das war ja die 99er-Entscheidung, die zur Änderung des Inkamera-Verfahrens, also die zur Einführung des jetzigen Inkamera-Verfahrens als Zwischenverfahren führte, die betraf eben genau einen anderen Fall. Die betraf Tatsachen, die in der Tat eine Seite nur einbringt, aber die nicht sozusagen dem Hauptsachegericht zugrunde gelegt werden und die nicht dessen Hauptsacheentscheidung betreffen, sondern die nur eine prozessuale Nebenentscheidung betreffen. Das ist was anderes. Da ist eine Einschränkung von 130 zulässig. Ja, ich bin auch schon am Ende, Frau Vorsitzende. Vielen ich Dank. Danke. Ich danke Ihnen. So, das Fragerecht geht an die AfD. Herr Kraft, bitte. Ja, danke schön. Ich würde gerne Herrn Dr. Posser fragen, eigentlich fast mir eine sehr, sehr ähnliche Frage. Sie haben ausgeführt, dass in Ihrem Eingangsstatement, dass der Gesetzgeber natürlich damit die politische Verantwortung übernimmt. Das ist ja recht und schön, wenn er sie übernimmt und wenn er nach außen kommunizieren kann, dass er sie übernommen hat. Aber es kann ja im Prinzip der Gewaltenteilung nicht einfach nur angehen, dass eine Gewalt hergeht und sagt, ja, ich habe das geklärt, das ist alles okay. Das muss ja auch nachweislich und transparent überprüft werden. Also wie schaut es mit der Überprüfung dieser exekutiven Entscheidung im Prinzip aus, wenn diese jetzt nicht mehr so stattfindet? Ist das Prinzip der Gewaltenteilung, das Prinzip der Transparenz alles noch so gegeben, wie es eigentlich in unserer Staatsordnung so vorgegeben ist? Das wäre jetzt eine Frage, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kraft. Ich bestreite nicht, dass der Vorschlag der Bundesregierung hier zu einer neuen Konstellation führt. Es ist so, dass er akzeptiert, das ist der 44 Absatz 1, dass ein Expertengremium die Lastannahmen bestimmt, keineswegs die Zulassungsbehörde selbst, sondern ein Verbund aus Sicherheitsbehörden. Er regelt dann, wie die zweite Stufe, nämlich die SEWD-Richtlinie, nach Maßstäben zu entscheiden sind. Und dann erst auf der dritten Stufe sagt er, wenn die Zulassungsbehörde dann eine Konformität bestätigt, dann entscheide ich als Gesetzgeber, dass es damit für diesen Teil der Genehmigung sein Bewenden hat. Das ist in der Tat eine gesetzliche Hochzonung. Das ist nicht der Normalfall in unserem Rechtsstaat. Und es ist auch nicht der Normalfall des exekutiven Funktionsvorbehalts, der dann auf Willkürkontrolle noch überprüft werden kann. Das ist in der Tat etwas anderes. Eine bewusste Zuspitzung im Interesse des Geheimhaltungsschutzes. Also insofern hat dann hier das Parlament, wenn das denn so beschlossen würde, eine Abwägungsentscheidung getroffen, den Geheimnisschutz vor dem Rechtsschutz Dritter zu stellen. Das ist das Ergebnis der bisherigen Rechtsprechung auf der Basis des Funktionsvorbehalts, so wie wir ihn kennen.
Denn OVG Schleswig hat in der Tat ein sehr schlechtes Beispiel abgegeben und deshalb besteht auch der Handlungsbedarf. Denn da war es in der Tat so, die Genehmigungsbehörde war eben nicht in der Lage, trotz ausführlicher Sachverständigenanhörung durch das Gericht die Genehmigungsfähigkeit zu belegen. Und deshalb hat das OVG Schleswig in einer Art Notwehrreaktion, weil sie die Unterlagen ja auch nicht sehen konnte, komme ich gleich zum In-Kamera-Verfahren, Hauptsache, gesagt, wir wissen es nicht, die Kläger wissen es nicht, also hat die Behörde ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit begangen. Das war aber nicht so. Es ist sehr genau geprüft worden. Es konnte nur nicht belegt werden. Und das hat in der Brunsbüttel-Sache genau zu dem Perpetuum mobile geführt, das ich beschrieben habe. Genehmigung wurde kassiert, es wurde eine Duldung ausgesprochen, wo sollten auch die Brennelemente hin. Dann gibt es irgendwann eine Neugenehmigung nach 8 Jahren und dann gibt es ja wieder Klagemöglichkeit. Und das Spiel geht weiter, weil ja niemand weiß, was da wirklich drin steht. Deshalb ist die Situation, in die wir die deutschen Behörden treiben, nämlich entweder Geheimnisverrat zu begehen und alles offen zu legen oder den Prozessverlust zu riskieren, eine absolut unglückliche Situation. Und dem Hauptsachegericht ergeht es auch nicht besser. Das weiß eben auch nicht, was es machen soll. Und jetzt kommt der Punkt, wenn man nicht bereit ist zu sagen, wir spitzen den Funktionsvorbehalt so zu, dass die Behörden in der Abstufung, in der Dreistufigkeit des 44 entscheiden können und der Gesetzgeber übernimmt die parlamentarische Verantwortung und zont es hoch, dann ist allerdings in der Tat notwendig, dem Bundesratsvorschlag zu folgen und ein In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache vorzusehen. Das ist nicht die perfekte Lösung. Ich sehe aber anders als der Kollege Ewer letztlich darin keine Verfassungswidrigkeit, denn für die Kläger ist es doch besser. Immerhin entscheidet ein unabhängiges Gericht darüber, was hier wirklich von der Behörde als geheimhaltungsbedürftig ausgewiesen wird. Ja, das tut immerhin ein Gericht und sagt dann in der Begründung, natürlich unter Geheimhaltungsschutz und Nicht-Offenlegung der Punkte, wir haben uns das genau angeguckt. Wir sind unabhängige Gerichte. Wir haben sehr genau geprüft, ob die Lastannahmen richtig sind, ob die SEWD-Richtlinien das abdecken, ob es da Lücken gibt. Wir sind aber zu dem Ergebnis gekommen, das ist in Ordnung so. Das ist für die Kläger und für die innere Sicherheit der Bundesrepublik eine deutlich bessere Situation als das, was wir jetzt mit dem 99 haben, wo in der Tat nur geprüft wird, ist das denn geheimhaltungsbedürftig oder nicht. Und ansonsten werden alle dann im Nirwana weiterer Rechtsausführungen belassen. Insofern ist das eine Verbesserung, eine imperfekte Lösung für eine komplizierte und nicht wirklich befriedigend auflösbare Konstellation. Deshalb bin ich dafür, folgt man dem Bundesregierungsvorschlag nicht, dann ein In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache vorzusehen. Wir haben Regelung 115. Band Bundesverfassung, ich bin sofort fertig, weise ich darauf hin, da ist das im Sondervotum Geier auch angemahnt worden. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt kommt die FDP. Frau Skudelny, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Frau Companini und geht in die ähnliche Richtung, wie das gerade eben ausgeführt wird. Wir haben gehört, dass, was Herr Evers ausgeführt hat, dass der Vorschlag des Bundesrates so ein Stück weit eine Verabschiedung vom Rechtsstaat ist. Und da wäre ich natürlich jetzt besorgt, wenn die Länder plötzlich Vorschläge machen, die nicht nur nicht verfassungskonform sind, sondern tatsächlich in die Richtung einer, ich sage jetzt mal, Polen wurde angesprochen, osteuropäischen Rechtsauslegungen gehen. Und das würde mich doch sehr besorgen, wenn die Bundesländer solche Ideen haben. Und deswegen würde mich fragen, welche Prüfung hat denn im Vorab stattgefunden? Und können Sie da vielleicht noch mal etwas dazu sagen, wie sicher Sie sich sind, dass dieses Verfahren tatsächlich auch den rechtsstaatlichen Ansprüchen genügt? Und in dem Zuge würde ich Sie auch bitten, darzulegen, auch noch mal aus Ihrer Sicht, welches Dilemma denn in dem Verfahren auch für die Länder, die ja auch für die Genehmigung und für die Prüfung zuständig sind, welches Dilemma sich denn gerade in diesem schwierigen Bereich der atomrechtlichen Genehmigung für Sie auftut. Ja, sehr gerne. Also das Dilemma, ich fange mal mit dem Dilemma an. Wir haben ja jetzt viel schon darüber gehört. Wir haben den staatlichen Geheimschutz und man muss sich da einfach auch bewusst machen, dass dieser Geheimschutz dazu dient, zum Beispiel also lebenswichtige Interessen oder die Sicherheit des Bundes oder seiner Länder zu schützen. Und deswegen müssen die Unterlagen geheim gehalten werden und vor unbefugter Kenntnis schützen. Das nur mal zum Hintergrund. Denkt man da zum Beispiel an den Schutz einer kerntechnischen Anlage vor terroristischen Angriffen, liegt es ja auf der Hand, dass diese Detailinformationen vor potenziellen Tätern zu schützen sind.
So hat die Behörde auf der einen Seite eine Schutzpflicht, auch was diese Unterlagen angeht. Auf der anderen Seite kann sie aber diese Unterlagen nicht in den Verwaltungsprozess einbringen. Denn diese Unterlagen können von den zuständigen Richtern, dürften sie eingesehen werden, nicht aber von dem klagenden Dritten. Und die Behörde muss wiederum nachweisen, dass alle Voraussetzungen für die Genehmigungserteilung vorliegen, darf aber, wie eben erwähnt in meinem Eingangsstatement, die Unterlagen nicht vorlegen. Das bedeutet, im Ergebnis kann es zu Beweislastentscheidungen kommen. Diese gehen eigentlich immer nur entweder zu Lasten des effektiven Rechtsschutzes oder zu Lasten des Geheimhaltungsinteresses. So viel zu dem Dilemma. Was jetzt die Verfassungsmäßigkeit angeht, beziehungsweise die verfassungsrechtlichen Bedenken der Bundesregierung, komme ich doch nochmal auch auf den Paragraphen 138 TKG zurück. Also es existiert, müssen wir mal festhalten, so ein Paragraph bereits im deutschen Recht. Und für mich ist nicht ersichtlich, wenn man jetzt die Verfassungsgemäßheit prüft, dass ein und dieselbe oder sehr ähnliche Regelung in dem einen Fachgebiet verfassungsgemäß ist und in dem anderen verfassungswidrig. Zudem hat auch das Bundesverwaltungsgericht in einer atomrechtlichen Sache ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es derzeit im Atomrecht halt keine Regelung wie im 138 TKG gäbe. Es hat aber keine rechtlichen Zweifel an einer solchen Regelung erkennen lassen. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat sich bei einer ähnlichen Konfliktlage, der Beschluss wurde eben schon angesprochen, offen dafür gezeigt. Es ist nämlich der Auffassung, dass der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung eines solchen Inkameradsverfahrens weitgehend frei ist und sieht sogar darin eine denkbare Lösung. Also einer der beteiligten Richter, der wurde eben auch gerade schon angesprochen, hat in einem Sondervotum sogar gesagt, dass bei solchen Konfliktlagen eine Inkameraverwertung sogar verfassungsrechtlich geboten sei. Zudem hat das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit auch schon deutlich gemacht, dass das rechtliche Gehör durchaus auch eingeschränkt werden kann, wenn dies durch sachliche Gründe hinreichend gerechtfertigt sei. Und im Atomrecht ist das halt der Individualrechtsschutz, der durch die Geheimhaltung erreicht wird. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Die Behörde muss ja auch durch die Geheimhaltung Individualrechte schützen. Und insofern liegt da ein sachlicher Grund. Es kann auch meines Erachtens die Vereinbarkeit mit einer Regelung mit dem Grundgesetz, die kann eigentlich nicht dran hängen, ob es eine europarechtliche Vorgabe für die eine Regelung oder die andere gab. So viel nochmal zu Herrn Ewer. Und also das wäre unsere Auffassung, also meine, ich bin daran gewöhnt, aus dem Ministerium unsere zu sagen. Also das ist meine Auffassung zu dem Thema Vereinbarkeit der Regelung mit dem Grundgesetz. Dankeschön. Vielen Dank. Für die Linke hat jetzt Hubertus Debel das Fragerecht. Bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch nochmal an alle Sachverständigen für die sehr interessanten Statements, die wir gehört haben. Und diese Statements zeigen in meinen Augen, wie viel Klärungsbedarf eigentlich noch vorliegt und wie wenig ausgereift und umstritten die Vorschläge der Bundesregierung bisher sind. Und deswegen geht meine erste Frage auch an Herrn Dr. Wollentheit. Anlass für den hier vorgelegten Entwurf ist ja das Urteil des OVG Schleswig, was ja heute auch schon mehrmals erwähnt worden ist, in Verbindung mit Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts. Für das Urteil sind Sie nicht ganz unmaßgeblich mitverantwortlich. Sie haben in Ihrer Stellungnahme erwähnt, dass die Rechte der Kläger ohnehin nicht sehr stark in diesen Bereichen sind. Können Sie einordnen, was das Urteil besagt und welche Konsequenzen sich für den Gesetzgeber aus Ihrer Sicht mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf eigentlich ergeben sollten? Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts ist ja der Elefant, der hier im Raum steht. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass man sozusagen allein den Anlass, dass man einen Prozess verloren hat, was in einem Rechtsstaat eigentlich Normalität sein sollte, dass man das zum Anlass nimmt, jetzt Gesetze ändern zu wollen oder meint, Gesetze ändern zu müssen. Um dieses Urteil ranken sich sehr viele Mythen. Ein Mythos ist zum Beispiel der Vorwurf, der Funktionsvorbehalt sei nicht beachtet worden. Das hat jetzt der Kollege Posser in der Form nicht gesagt.
aber es ist eine verbreitete Kritik und die teilweise auch sehr unsachlich ausgefallen ist in der Vergangenheit. Tatsächlich hat das Oberverwaltungsgericht ein Urteil vorgelegt nach einem zweitägigen Verhandlungsmarathon, welches sehr sorgfältig und sehr gut begründet ist. Es ist nicht so zustande gekommen, wie der Kollege Posser es dargestellt hat, nämlich dass sozusagen das Oberverwaltungsgericht in einem Dilemma zwischen Geheimhaltung und Rechtsschutzgewährung sozusagen ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit festgestellt hat. Sondern es ist, wenn man die 106 Seiten sorgfältig analysiert, sehr gründlich begründet worden, worin diese Ermittlungs- und Bewertungsdefizite auch zu sehen sind. Ich finde es verfehlt jetzt, in Ansehung dieses Urteils zu meinen, man müsste einen Funktionsvorbehalt normieren, und zwar auch speziell ja nur für den Bereich von Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter. Ich will mal ein bisschen Wein, auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Der Funktionsvorbehalt mag der Rechtsprechung in den letzten Jahren tatsächlich zugrunde gelegt haben. Und er wird hier immer als anerkannt und bewährt bezeichnet. Tatsächlich ist seine verfassungsrechtliche Haltbarkeit durchaus weiterhin umstritten. Und es gibt auch viele Kritiker dieses Funktionsvorbehalts, allein deshalb, weil er die Klagechancen für die Kläger eigentlich sehr ungünstig strukturiert. Und ich weise auch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Schacht-Konrad-Urteil die Frage, ob der Funktionsvorbehalt denn verfassungsrechtlich vor dem Hintergrund von Artikel 19 Absatz 4 GG verfassungskonform ist, ausdrücklich offen gelassen hat. Meines Erachtens ist das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig-Holstein wegweisend, was gerade auch den Umgang mit dem Funktionsvorbehalt und auch mit den Maßstäben, die aus Gründen des Grundrechtsschutzes zu beachten sind, geliefert hat. Und ich sehe keinen Anlass, jetzt wegen dieses Urteils die geltende Rechtslage verändern zu müssen. Im Gegenteil, das Bundesverwaltungsgericht hat dann ja dieses Urteil auch sang- und klanglos bestätigt und im Übrigen in der Unterweser-Entscheidung meines Erachtens auch ein sehr brauchbares Format sozusagen geliefert, wie mit dem Geheimhaltungsbedarf und den Rechtsschutzansprüchen von Klägern umgegangen werden soll. Es ist ein Thema, wo man eben bis an die Grenzen des Möglichen aufklären muss. Und am Ende ist dann eben, die noch offenen Fragen sind im Wege der Beweiswürdigung zu lösen. Das bedeutet keinesfalls, dass wir dadurch in eine sozusagen in ein Dilemma von Geheimnisverrat und Rechtsschutz gelangen oder in ein Perpetuum mobile. Die Genehmigung, die aufgehoben worden ist in Schleswig, die ist in der Tat seit 8 Jahren nicht wieder neu erteilt worden. Das hat aber überhaupt gar nichts damit zu tun, dass jetzt diese Fragen mit SEBD dort im Hintergrund oder im Vordergrund stünden, sondern nach meinem Kenntnisstand geht es dabei um einen nahegelegenen Flüssiggasterminal, der errichtet werden soll und den Risiken, die damit verbunden sind. Im Übrigen ist es aus meiner Sicht in der Tat ein Skandal, dass die Genehmigung, die ja 2015 rechtskräftig mit dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben worden ist, bis heute noch nicht vorliegt. Wie gesagt, die Gründe dafür sind mir nicht im Detail bekannt. Ich weiß nur, dass es gerade mit diesem Thema von SEBD offenkundig nichts zu tun hat. Dankeschön. Dankeschön. Meine Frage geht an Frau Fouquet. Ich will vorausschicken und sagen, dass ich durchaus ein Problem mit diesem Funktionsvorbehalt habe, weil ich einen großen Unterschied sehe, ob Gerichte die Verantwortung für die Ermittlung und Bewertung von Risiken im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungen grundsätzlich der Exekutive zuweisen und selbst dann jeweils feststellen, dass sie es nicht bewerten können oder wollen und solche Urteile auch immer wieder stattfinden, aber eben nicht ausschließlich. Oder ob ich als Teil der Legislative, als Gesetzgeberin, das normiere und sage, die Behörde hat immer recht und du Gericht musst dich darum überhaupt nicht mehr kümmern. Das ist für mich ein Riesenunterschied, der mir ein großes Problem macht, diesem Funktionsvorbehalt am Ende zuzustimmen, weil ich in der Tat den Eindruck habe, dass es hier
an die Gewaltenteilung geht. Wir entmachten die Justiz zugunsten der Exekutive. Und das gefällt mir nicht. Gleichwohl stelle ich fest, dass nicht nur die... Kann bitte alle anderen gerade außer mir ihr Mikrofon stumm schalten? Dankeschön. Gleichwohl stelle ich fest, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Länder offensichtlich diesen Funktionsvorbehalt wollen, was ich nachvollziehen kann, weil so etwas wie Brunsbüttel will nicht nur die Bundesregierung, sondern will auch kein Land mehr erleben. Und die Frage stellt sich mir, wie viel Sinn es macht, einen jetzt schon offensichtlich verlorenen Kampf zu kämpfen, nämlich gegen diesen Funktionsvorbehalt. Aber definitiv, wenn wir den Funktionsvorbehalt akzeptieren, kann er nicht alleine stehen. Er kann nicht zukünftig das alleinige Maß und die alleinige Aussage sein, die wir in solchen Streitigkeiten, die dann ja eventuell auch gar nicht mehr vorkommen, weil auf welcher Basis soll dann jemand noch klagen, dass wir dann hätten. So, jetzt möchte ich, bevor wir uns weiter darüber auseinandersetzen, das ist ja schon sehr stark hier mit den Sachverständigen, was denn, und das In-Kamera-Verfahren bietet sich da offensichtlich an, was denn zu dem Funktionsvorbehalt dazukommt, möchte ich Frau Fouquet doch noch mal bitten, klarzumachen oder noch mal darzulegen, was denn die Grundrechtsbeeinträchtigungen, Sie haben das vorhin so ausgesprochen, Frau Fouquet, sind, die durch den Funktionsvorbehalt stattfinden. Leider eine technische Störung und ich habe den Halbsatz der Frage nicht verstanden. Die Frage ist, welche Grundrechtsbeeinträchtigungen durch den Funktionsvorbehalt stattfinden. Entschuldigung. Ja, also kurz fragen, Frau Kötting-Uhl, wann die Uhr jetzt angefangen hat zu laufen. Okay, ich fange schon mal an. Ich mache es auch kurz. Ich kann Ihnen, Frau Kötting-Uhl, nur recht geben, dass wir es hier nicht mit einer, und die anderen haben das ja auch gesagt, mit einer einfachen Situation zu tun haben. Natürlich ist hier eine massive Beschränkung der von mir auch genannten Grundrechtsartikel steht hier im Raum. Der Hintergrund für den Funktionsvorbehalt ist aber nicht, und da muss ich doch aller Wertschätzung auch Professor Ewer sagen, es geht doch... Es geht hier nicht um polnische oder ungarische Verhältnisse. Es geht hier um den Schutz gegen terroristische Angriffe. Und vielleicht liegt das ja auch daran, dass ich in Brüssel war zur Zeit dieser großen Angriffe auf Belgien und auf auch die Gefahr der Entführung von Leuten im kerntechnischen Bereich. Wir haben das hier jetzt wirklich nicht mit einem Sommerspaziergang zu tun. Und das steht, dieses Sicherheitsinteresse, das muss nach vorne geschoben werden. Es geht hier nicht um Willkür und Abmachung mit Richtern zwischen Regierungen. Das möchte ich jetzt nicht so gerne haben. Wir haben diese groteske Situation, dass wir den Zugang zu Informationen einschränken müssen, dass wir eine hohe Bürde aufbürden auf die Verwaltung, was sie selber bewerten muss und was sie nicht weitergeben darf. Und der Funktionsvorbehalt, den aber zu lassen jetzt und die Richtlinien dazu zu lassen ohne gesetzliche Verankerung, das widerspricht mir. Der Gesetzgeber muss hier die Verantwortung übernehmen und kann sich dann auch nicht hinter Gerichten verstecken, nach dem Motto, das haben wir immer schon ganz gut gemacht oder auch weniger gut. Das ist ein Punkt. Wenn wir ihn aber nun haben und wenn er so starke Einschränkungen hat, dann muss es darum gehen, diese Einschränkungen aufzulösen. Und die Frage, warum gerade durch die Auflösung, die Stärkung des gesetzlichen Richters im Hauptsacheverfahren nun wiederum eine erneute Grundrechtseinschränkung ist, die hat sich mir bislang durch die Argumentation der Bundesregierung nicht erschlossen. Wenn wir nicht das Hauptsacheverfahren mit dem in Kamera verbinden, im Atomgesetz, dann haben wir die Situation, dass wir doch dann in der Tat alles so lassen sollten wie vorher und dann aber auch nicht den Funktionsvorbehalt regeln. Das ist für mich eine Krux hier. Die Auflösung bedingt die Einsetzung des In-Kamera-Verfahrens im Hauptsacheverfahren. Dankeschön. Frau Scheer, die Zeit fing an zu laufen, als ich angefangen habe zu reden, wie bei allen anderen auch. So, wir gehen jetzt wieder an den Beginn sozusagen, in die zweite Runde. Und Carsten Möhring hat wieder das Wort.
Ja, vielen Dank. Wir haben in der Tat offensichtlich eine schwierige Frage zu lösen. Das zeigt sich hier schon sehr deutlich. Meine Frage geht jetzt nochmal an Herrn Posser, was die Frage des In-Kamera-Verfahrens angeht. Also In-Kamera-Verfahren im Hauptsacheverfahren würde bedeuten Einsicht in geheimhaltungsbedürftige Unterlagen durch das Gericht. Inwieweit ist das Gericht denn in einer solchen Situation in der Lage, selbstständig anhand dieser Unterlagen eine Entscheidung zu treffen, ob die Genehmigung juristisch vertretbar ist oder nicht vertretbar? Das heißt, wie haben wir uns vorzustellen, dass dieses In-Kamera-Verfahren konkret abläuft? Was ist vorzulegen auf Anforderung des Gerichts? Muss offengelegt werden, was insgesamt an Unterlagen entscheidungserheblich gewesen ist bei der Genehmigungsbehörde? Oder wie sieht dieses Verfahren konkret aus? Ihr Mikro ist noch aus, Herr Posser. Entschuldigung, Böhring, das ist eine sehr gute Frage, weil sie nämlich die Folgeaspekte beleuchtet. Was ist denn, wenn wir ein In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache machen? Dann führt das dazu, dass das Hauptsachegericht, der Senat beim OVG und beim Bundesverwaltungsgericht, tatsächlich all die Unterlagen sehen, die die Behörde für die Genehmigungsfähigkeit herangezogen hat. Und das sind geheimhaltungsbedürftige Unterlagen. Und deshalb muss das Gericht auch materiellen Geheimschutzanforderungen genügen, so wie es jetzt auch der Fachsenat bei 99 tun muss. Und dann kann eine Situation eintreten, die die Sache noch weiter verkompliziert. Denn wenn wir dem Gericht die Überprüfungsmöglichkeit bieten, dann müssen wir festlegen, anhand welchen Maßstabs muss das sein, zum Beispiel Willkürkontrolle oder ausreichende Datenlage, sind die entsprechenden Informationen herangezogen worden, etc. Und dann kann natürlich in einem Rechtsstaat das Gericht sagen, mir reichen die Lastannahmen so nicht. Nehmen wir das Beispiel der A380. Ist er nun drin oder ist er nicht drin? Und das Gericht sieht das und sagt, das ist defizitär. Oder die Lastannahmen sind okay, aber die Maßnahmen passen doch gar nicht. Oder dritte Stufe, Lastannahmen sind okay, Maßnahmen, aber im konkreten Fall bei dem Zwischenlager X, da ist es aber nicht ausreichend gemacht worden. Wir müssen dann akzeptieren, so ist der Rechtsstaat, dass ein Gericht dann auch sagt, allerdings unter Beachtung des Geheimhaltungsschutzes, darf also nicht alles Mögliche offenlegen, muss es geschickt formulieren, das kriegen die Richterinnen aber alle hin. Das war nicht in Ordnung. Das kann auch das Ergebnis sein. Sie können aber auch natürlich sagen, nein, das ist von den Sicherheitsbehörden wirklich mit größter Sorgfalt erstellt worden, aktualisiert worden. Das ist alles doch dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend. Ich akzeptiere das. Liebe Kläger, ich habe das als unabhängiges Gericht geprüft. Das ist in Ordnung so, ist vielleicht bitter für dich, aber ich stehe als Gericht auch dafür ein, dass das in Ordnung ist. Dritte Variante, und die macht es erst recht kompliziert, ist, das Gericht sagt, und das ist genau der Inhalt Ihrer Frage, ich kann das gar nicht beurteilen. Da stehen so viele technische Dinge drin, ich bin ab im Leben nur zum Juristen geschafft. Ich weiß gar nicht, ob das alles so stimmt und ob die Maßnahmen wirklich diese Wirkung haben. Und dann stellt sich die Frage, darf ein Gericht Sachverständige dazu holen und hinzuziehen, als gerichtlich bestellte Sachverständige, also nicht die der Parteien, und bewerten die das dann? Die würden natürlich auch materiellen Geheimschutzanforderungen unterliegen und würden dem Gericht Hilfestellung leisten. Also Sie haben vollkommen recht, das ist eine sehr umfangreiche Folgefrage. Es kann auch zu dem Ergebnis kommen des OVG Schleswigs. Das ist nicht ausgeschlossen. Das OVG Schleswig hat, da bin ich bei Herrn Wollentheit, den Funktionsvorbehalt anerkannt, hat aber gesagt, ich kann es ja gar nicht richtig beurteilen und deshalb nehme ich ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit an. Warum haben die das gesagt, Herr Wollentheit? Das war deshalb, weil sie nicht Bescheid wussten, weil sie auch die Sachverständigenanhörung nicht für ausreichend hielten und dann selber Wikipedia-Quellen erschlossen haben. Sie haben selber recherchiert und haben dann gesagt, ja, da ist aber eine andere Waffe, die ist doch viel aktueller. Wieso ist da nicht ausreichend zugesagt worden? Haben also selber genau vor dem Problem gestanden, das Sie hier morgen geschildert haben, anfangen müssen, selber zu recherchieren, weil sie gerade nicht gerichtlich sachverständig beraten waren, weil sie die Unterlagen ja gar nicht kannten. Also heißt, lange Rede, stark gekürzter Sinn, wenn wir bereit sind, ein Hauptsache-In-Kamera-Verfahren zu akzeptieren und es nicht bei der schlichten Regelung der Bundesregierung so, wie sie jetzt ist, zu belassen, dann haben wir auch Folgefragen zu regeln. Und wir müssen dann auch akzeptieren, dass ein Gericht dann sagen wird, ich habe mir das alles angeschaut, das reicht mir nicht. Das ist tatsächlich im Interesse der Kläger eine Lösung, wo die Lastannahmen oder die Maßnahmen
nicht ausreichend. Das müssen wir dann aber als Rechtsstaat aushalten. Und ich finde das immer noch besser, dass wir das einem Gericht anvertrauen, als es so wie bei der jetzigen Situation zu lassen, wo weder Gericht noch Kläger irgendetwas sehen und auch keine gerichtliche inhaltliche Überprüfung haben. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Scheer, bitte. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das Plädoyer pro Bundesrats Vorschlag, ob das überhaupt dann noch haltbar ist, Herr Posser, vor dem Hintergrund der Anforderungen, die Sie jetzt gerade noch mal in den Raum gestellt haben. Insofern würde mich jetzt an Herrn Ewer gerichtet die Frage interessieren: Wie gehen wir mit den Vorhalten um, die im Raum stehen, jetzt wir als Gemeinschaft, die eine notwendige Lösung braucht, die sowohl Frau Fouquet als auch Herr Posser angesprochen haben, dass wir hier ja grundsätzlich gerichtliches Gehör und Rechtsschutz gewährleisten müssen und zugleich aber das von Ihnen angesprochene Element der Einseitigkeit nicht gegeben ist. Was wäre denn Ihre Idealvorstellung? Noch aus. Herr Ewer? Vielen Dank, Frau Scheer. Also mit einer Idealvorstellung aufzuwarten, wird in dieser Diskussion schwierig, die im Wesentlichen durch das schon dargestellte Dilemma gekennzeichnet ist. Also die Grundüberlegung ist eigentlich, dass sie durch den der Funktionsvorbehalt, der ist ja erstens nichts Neues, das ist ja deutlich gemacht worden. So. Und er ist zweitens auch im Kern eigentlich nicht etwas, was auf den atomrechtlichen Bereich beschränkt ist, sondern es gibt auch andere Bereiche, bei denen die Rechtsprechung gesagt hat, da haben exekutive Stellen eine Einschätzungsprärogative. Eine Einschätzungs- oder auch eine Gestaltungsprärogative, die gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist. Aus verschiedenen Gründen. Bei der Gestaltung, bei der Planung zum Beispiel ist es klar. Bei der Einschätzung hängt es oft mit der Unvertretbarkeit der Einschätzung ab. Also ein Beispiel sind Schulnoten, Beispiel sind dienstliche Beurteilungen. Da haben Sie auch nur gerichtlich eingeschränkt überprüfbare Entscheidungen. Sie haben also da Einschätzungsprärogativen der Verwaltung, die die Gerichte nicht überprüfen. Also ich sage das, um deutlich zu machen, das ist jetzt nicht was völlig aus dem Rahmen fallendes, sondern das ist sozusagen schon eine Rechtsfigur, die sich aus bestimmten anderen Bereichen auch ergibt und dort auch anerkannt und dort auch vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gebilligt ist. Herr Wollentheit hat recht, zum Funktionsvorbehalt ist es in der Schacht-Konrad-Entscheidung offen gelassen worden. Aber, Herr Wollentheit, man muss, glaube ich, schon sagen, in der gesamten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, beginnend mit der schnellen Brüterentscheidung, ist schon sozusagen die Einschätzungsprärogative der Exekutive anerkannt worden. Also auch wenn das jetzt nicht ausdrücklich auf den Funktionsvorbehalt gemünzt worden ist. Also das ist der Ausgangspunkt. Und die Folge ist, dass ich dann sozusagen immer nur eine eingeschränkte Kontrolle habe. Nämlich nicht die Kontrolle ist die letzte Einschätzung so richtig, sondern dass ich habe, ist der rechtliche Rahmen, in dem diese Einschätzung erfolgen musste, ist der eingehalten? Oder wie das Bundesverwaltungsgericht es formuliert hat, durfte die Behörde die Entscheidung so treffen? So. Und die Frage ist, ob bei einer weitergehenden Überprüfungskompetenz des Gerichtes wirklich für den rechtsschutzsuchenden Bürger mehr rauskäme. Dagegen sprechen hier in diesem Fall aus meiner Sicht zwei Argumente. Das eine ist, diese Entscheidungen müssen sehr schnell getroffen werden. Sie müssen auch oft sehr schnell aktualisiert werden durch nachträgliche Nebenbestimmungen und Ähnliches. Das zweite ist, sie haben einen wertenden Charakter auch mit, also einen gestalterischen Charakter. Das dritte ist, sie können auf einer sinnvollen Tatsachenbasis nur getroffen werden, wenn man sozusagen das Gesamtwissen aller Sicherheitsbehörden und Aufsichtsbehörden und Überwachungsbehörden zusammennimmt. Das kann ein Gericht nicht ersetzen, nach meiner Überzeugung. Deswegen ist es nach meiner Überzeugung richtig, sozusagen die eigentliche Kernentscheidung durch den Funktionsvorbehalt
der Exekutive anzuvertrauen und bloß zu prüfen, ob die sozusagen Rahmenbedingungen dieser Einschätzungsprärogative eingehalten sind, ob insbesondere eine ordnungsgemäße Tatsachenermittlung und Einführung stattgefunden hat durch die Exekutive oder ob grundsätzliche willkürliche Bewertungsfehler erfolgt sind. Das sind ja die beiden Kriterien der Rechtsprechung. Ich meine, dass der Bürger an Rechtsschutz ansonsten nichts gewinnen wird. Das Gericht wird nicht klüger sein als die Exekutive. Ich habe Ihnen vorhin einen Satz zitiert aus der Entscheidung von 2018 des Bundesverfassungsgerichts zum Artenschutz. Da hat es das sehr deutlich gesagt. Hat es gesagt, die Erkenntnisquellen der Exekutive in solchen Bereichen sind nicht größer als die der Gerichte. Ja, das gilt doch bei der Terrorabwehr und den Maßnahmen noch eine Zehnerpotenz höher. Herr Eber? Was anderes? Ja, bitte. Ein Satz, das andere sind wissenschaftliche Dinge, die ich zumindest analytisch herleiten kann. Die Einschätzung der aktuellen Lage ist einem Gericht um Längen schlechter möglich als den versammelten Fachbehörden des Bundes und der Länder. Vielen Dank. Und ich bitte um Entschuldigung, dass ich ab und zu darauf hinweise, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich weiß gerade, Juristen kennen das, dass sie ihre Argumentationen herleiten und wirklich gut begründen können. Und ich beneide sie manchmal darum als Politikerin. Bei uns diktiert leider immer die Zeit. Ich bitte da um Verständnis. Und jetzt hat Herr Kraft das Wort. Ja, danke. Ich würde gerne Frau Compagnini eine Frage stellen. Sie sind ja Mitglied aus einem Ministerium, also auch quasi aus der Praxis. Das jetzt betrifft nur das Atomgesetz und die Gefahren, die von terroristischen Anschlägen auf nukleare Anlagen ausgehen. Aber wenn man hier eigentlich mal die Büchse der Pandora öffnet, ist es nicht so, dass man dann jedes Gefährdungspotenzial von jeder Fabrik, von jedem Standort, von jedem Chemiepark, und bei Ihnen in NRW gibt es ja recht viele, dass man sämtliche Gefährdungsszenarien unter Verschluss halten müsste, um diese Information eben nicht nach draußen dringen zu lassen, inwiefern der Standort gegen gewisse Formen von Sabotage, von Terrorismus, vom Freisetzen gefährlicher Substanzen oder beeinträchtigt wäre, müsste man nicht mit der Logik, die hier vertreten wird, hergehen und bei jedem Genehmigungsprozess, der auch nicht nukleare Anlagen betrifft, später dann mal außerhalb des Atomgesetzes, dazu übergehen, all diese Gefährdungsszenarien unter Verschluss zu halten, um eben keinerlei Informationen über die mögliche Gefährdung der Bevölkerung durch jedwede Form von Anlagen auszuschließen. Also ich bin jetzt tatsächlich nur für das Atomrecht zuständig, aber ich denke, dass auch in solchen Chemieanlagen es Vorkehrungen gibt. Und dieser staatliche Geheimschutz, der gilt ja auch nicht nur für das Atomrecht, sondern grundsätzlich Leben und das, wie eben gesagt, den Bund und die Länder zu schützen. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit es das schon gibt. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht nur im Atomrecht der Fall ist. Also es könnte es auch durchaus auch für andere Anlagen geben. Da muss ich aber gestehen, weiß ich das jetzt nicht. Ich glaube, wichtig ist festzustellen, der Geheimschutz ist nicht nur für das Atomrecht da. Den gibt es auch für die Wirtschaft. Und überall dort, wo er erforderlich ist, wird er dann auch durch das BMWI als zuständige Behörde betreut. Und es werden Unterlagen als schutzwürdig eingestuft. Ich kann Ihnen aber leider keine konkreten Fälle dazu nennen. Dankeschön. Frau Skodelny, das Fragerecht ist bei Ihnen. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch an Frau Compagnini. Wir haben jetzt ganz viele Details und ganz viele Herleitungen gehört. Und ich würde Sie einfach noch mal bitten, weil mir schmürzt schon ein wenig der Kopf, darzustellen, welche Vorteile denn das In-Kamera-Verfahren darstellt gegenüber dem Funktionsvorbehalt, wie er im Moment ausgelebt wird und wie er jetzt quasi statuiert werden soll im Gesetz. Ja, also ich glaube, der Vorteil, den haben wir hier schon ziemlich gut herausgearbeitet, ist im Prinzip, dass das Hauptsachegericht die Unterlagen uneingeschränkt einsehen kann und somit tatsächlich eine abschließende gerichtliche Bewertung vornehmen kann. Und die Akteneinsicht durch den Kläger ist dann zwar weiterhin eingeschränkt, das ist nun mal, wäre dann nun mal leider so aufgrund des Geheimschutzes, aber zumindest würden diese Unterlagen ja Eingang in das Verfahren finden. Und mit dieser breiteren Entscheidungsgrundlage des Gerichts wäre auch ein Plus an Rechten auch des Klägers verbunden, meines Erachtens. Was aber hervorzuheben ist,
ist, finde ich, dass das In-Kamera-Verfahren ja eine prozessuelle Regelung ist, also eine verfahrensrechtliche für das gerichtliche Verfahren. Während ja, wie eben schon beschrieben, der Funktionsvorbehalt eine Art Einschätzungsprärogative ist, also ein Beurteilungsspielraum, wie er auch bei Prüfungsentscheidungen vorliegt, dieser gibt halt der Verwaltung einen Spielraum und im Atomrecht ist das ja damit begründet mit der Sachkenntnis der Behörden. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass der Funktionsvorbehalt keine Regelung dazu trifft, wie mit unter Geheimschutz stehenden Unterlagen umzugehen. Das heißt, der Funktionsvorbehalt ist mehr eine inhaltliche Regelung. Wie weit darf inhaltlich das Gericht die Entscheidung der Behörde überprüfen? Und das andere ist eine verfahrensrechtliche Regelung. Wie geht das Gericht damit um, wenn eigentlich Unterlagen vorzulegen wären, die dem Geheimschutz unterstehen? Wie weit genau? Und der Funktionsvorbehalt kann meines Erachtens in einzelnen Fällen dazu führen, dass einzelne Informationen vielleicht für das Gericht gar nicht entscheidungserheblich sind. Er stellt aber meines Erachtens keine solide Lösung jetzt konkret dieses Problems dar, also dieser eingeschränkten Akteneinsicht. Und da würde ich auch gerne nochmal auf Herrn Posser Bezug nehmen, weil meines Erachtens stehen wir nicht vor dem Entweder-Oder, das wäre meine Auffassung, sondern diese beiden Regelungsmöglichkeiten ergänzen sich. Wie gesagt, sind das aus meiner Sicht zwei Paar Schuhe. Das eine ist, wie tief geht die inhaltliche Prüfung des Gerichts? Der andere Punkt ist, wie geht das Gericht formal mit solchen Situationen um? Danke. Vielen Dank. Hubertus Debel, bitte. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Dr. Wollentheit. Sie sagen, der Funktionsvorbehalt, wie ihn die Bundesregierung anstelle der ursprünglich angestrebten Änderungen mit dem In-Kamera-Verfahren jetzt normieren will, wäre verfassungsrechtlich problematisch, weil er substanzielle Prinzipien des Rechtsstaats in Frage stellt und Schutzansprüche von Betroffenen gefährdet. Sie hatten dabei insbesondere den Umgang mit dem herbeigeführten Flugzeugabsturz als Beleg angeführt. Können Sie das noch mal etwas genauer erläutern? Und was empfehlen Sie? Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann das gerne noch mal versuchen. Wir haben ja jetzt schon öfters über den Funktionsvorbehalt gesprochen. Und es ist in der Tat richtig, dass die Rechtsprechung anhand dieses Funktionsvorbehalts in der Vergangenheit vorgegangen ist. Ich will noch mal darauf hinweisen, er ist dennoch eine rechtsstaatliche Anomalie, weil er den Rechtsschutz ganz dramatisch tatsächlich verkürzt. Und es gibt eine Äußerung des früheren Verfassungsrichters Di Fabio, der hat einmal gesagt, dass bei Beurteilungsspielraum immer das Risiko droht, dass er von den Gerichten als sozusagen als Formel für Rechtsschutzverweigerung benutzt wird. Weil man ja in der Tat, wie der Kollege Professor Ewer richtig ausgeführt hat, die Gerichte gar nicht überprüfen, ob eine Entscheidung richtig ist, sondern nur die Frage prüfen, ob die Verwaltung die Entscheidung für richtig halten durfte. Das ist eine weit zurückgeschraubte Rechtskontrolle und das ist immer mit Risiken verbunden für Klagen. Das Hauptproblem, was ich jetzt mit dieser Regelung, die hier beabsichtigt ist, sehe, ist, dass der Funktionsvorbehalt mit den Lastannahmen kurzgeschlossen wird. Und das führt dazu, dass genau das nicht mehr möglich ist, was der Kollege Prosser hier beschrieben hat. Das Gericht der Hauptsache wäre gar nicht mehr berechtigt, nach dieser Regelung jetzt die Frage zu stellen, ist das eigentlich richtig, dass bis heute der Flugzeugabsturz nicht in den Lastannahmen aufgenommen worden ist? Ich habe heute im Januar dieses Jahres mit Herrn Prosser beim Bundesverwaltungsgericht gesessen. Und er hat dort erneut dem Gericht vorgetragen, dass der herbeigeführte Flugzeugabsturz weiterhin nicht in den Lastannahmen vorgesehen ist. Und das führt dazu, dass ein wirklich vorsorgebedürftiges Szenario, das wird von allen als vorsorgebedürftig angesehen, auch von dem Landesausschuss Kernenergie seit 2003, dass wenn dieses Gesetz Realität wird, der herbeigeführte Flugzeugabsturz nach 44 Absatz 3 nicht mehr Gegenstand einer rechtlichen Kontrolle sein könnte. Und das ist meines Erachtens nicht verfassungsgemäß. Wenn Sie sich den 44 3 mal in seinem Wortlaut angucken,
dann schrumpft er auf den Satz zusammen, der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen ist gegeben, wenn, und dann kommt eine längere Formulierung, gegen die nach Absatz 1 zu unterstellenden Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen sichergestellt ist. Das heißt, diese Lastannahmen werden hier sozusagen zu dem Maßstab erhoben. Und das ist ein untergesetzlicher Maßstab. Das ist in der Tat, wie der Kollege Prosser sagt, ein sehr viel radikalerer Ansatz als das, was wir bisher hatten. Und es verkürzt sehr viel radikaler die Rechte, als das bisher der Fall war. Und zwar konkret jetzt für diesen Bereich von Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter. Und ich meine, das sollten Sie nicht tun. Das kann Ihnen auch verfassungsrechtlich auf die Füße fallen. Und ich meine, es macht wenig Sinn jetzt zum Ende der Legislaturperiode. Ich würde Ihnen davon abraten, eine solche grundlegende Entscheidung zu treffen. Ich sehe das ähnlich wie der Professor Ewer. Ich meine, dass es wirklich die Frage, ob man jetzt rechtliches Gehör im Prozess beschneiden kann, ist eine sehr grundlegende und Frage, über die man sehr gründlich nachdenken muss, ist aber eine ebenso, mindestens genauso grundlegende Frage, ob man sozusagen den Rechtsschutz, wie das jetzt hier in dieser Fassung des Funktionsvorbehalts vorgesehen ist, ob man den wirklich derart radikal verkürzen will. Das wird auch zu Konflikten mit Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz im Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit führen. Denn der Schutz vor Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter ist seit vielen Jahren in der Rechtsprechung auch fundiert in den Grundrechten der betroffenen Bürger, die Nachbarn von solchen Nuklearanlagen sind. Also ich meine, das sollte man sich sehr genau überlegen und ich kann davon nur abraten. Danke. Dankeschön. Ich kann diese Einschätzung von Herrn Wollentheit alle nachvollziehen. Glaube gleichwohl, dass auch die bisherige Gesetzeslage uns nicht wirklich die Lösung des Problems gibt. Denn wir haben Brunsbüttel und das ist auf Basis der jetzigen Gesetzeslage erfolgt. Also wir suchen nach Lösungen im Parlament. Meine Frage an Dörte Fouquet. Die Kritik der Bundesregierung am Im-Kamera-Verfahren fußt ja hauptsächlich darauf, dass sie das einen erheblichen Eingriff in die grundgesetzlichen Garantien bedeuten würde, vor allem des rechtlichen Gehörs, aber auch des effektiven Rechtsschutzes. Wir haben die Gründe gehört, dass sich die betroffene andere Seite weder zu den als geheimhaltungsbedürftig angesehenen Prozessstoffen äußern kann, noch ihr die Gründe, die zu einer Entscheidung zu ihren Lasten geführt haben, am Ende bekannt sind. Und ich frage Sie, Frau Fouquet, was an dieser Situation, wenn wir sie als solche annehmen, ist denn für den Kläger negativer als die Situation eines gesetzlich normierten Funktionsvorbehalts ohne In-Kamera-Verfahren? Vielen Dank für diese Frage. Das ist, was man aus meiner kurzen Stellungnahme sehen kann, für mich immer noch ein offener Punkt. Ich hätte mir hier von der Bundesregierung mehr Argumente gewünscht. Die sind auch jetzt hier konnten wir jetzt hier alle auch nicht genug austauschen. Die Bundesregierung, die sieht mit einer Einführung des In-Kamera im Hauptverfahren eine Beschränkung der Rechte Dritter. Da scheint die Sorge zu sein, dass in der Hauptsache dem Gericht eben schützenswerte Informationen erläutert werden, das Gericht den Schutzzweck evaluiert und akzeptiert und dann die Klägerin von dem Inhalt nichts erfährt, wohl aber die beklagte Verwaltung, die es ja weiß, und das Gericht selbst. Das ist jetzt, wie ich vorhin noch öfter ausgeführt habe, in der jetzigen Situation ohne über den Weg des Paragraphen 99 VWGO keine andere Situation. Im Gegenteil. Wenn man den Funktionsvorbehalt ins Atomrecht einführt, und ich bleibe dabei, dass er ja ohnehin in diesen SEWD-Sachen eingeführt ist, dass wir aber jetzt wirklich die gesetzliche Verankerung haben und die gesetzliche Verantwortung, dass die bestehenden Richtlinien ihren Anker im Gesetz haben und nicht in Abstimmungen zwischen einer Behörde und den Betreibern. So, das ist wichtig. Aber ich verstehe nicht die Bundesregierung zu sagen, wenn wir es alles bei dem 99er Weg lassen, dann ist die Welt in Ordnung. Dann lassen wir das so, dann reicht die Regelung, die wir jetzt in der ATG vorsehen. Das Umgekehrte ist der Fall. Ich bleibe dabei, dass die Grundrechtsbeeinträchtigung, wenn man nicht die Hauptsache in Kamera einführt, größer ist.
dass denn nämlich sogar das Gericht, das Entscheidende, das ist Hauptsache zu vertretende Spruchkörper, dem Gericht wird der Zugang auch vorbehalten, wenn man so will, sondern es geht über diesen Umweg. Und das kann im Rechtsstaatsprinzip für mich nicht stimmig sein. Dass darum, wenn die Bundesregierung das nicht weiter vorträgt, ist in der Konsequenz das Dilemma nicht auflösbar, was die Bundesregierung hier dargestellt hat. Und wenn man sich den Vorschlag des Bundesrates ansieht und vor allen Dingen, wenn man sich im Vorschlag des Bundesrates den Absatz 3 ansieht, der behandelt die Vorschriften des materiellen Geheimschutzes, der behandelt das Prozedere. Aber wichtig ist doch für mich dann auch der Absatz 5, der nämlich sagt, dass, es sei denn, das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, kann der Beschluss, der im Rahmen dieses In-Kamera-Verfahrens getroffen wurde, nach Absatz 2 Satz 1 der Ergänzung durch den Bundesrat, selbstständig mit der Beschwerde zum nächsthöheren Gericht angefochten werden. Und da ist auch ganz wichtig die Klarstellung, dass das wiederum der in der Hauptsache zuständige Spruchkörper ist. Und für mich wird in einer grundrechtsbeeinträchtigenden Situation sowohl für den Kläger als auch für das Gericht vor dem Hintergrund dieser inneren Sicherheits- und der Schutzbedürfnisse wird zumindest das Rückgrat der Richter im Hauptsacheverfahren gestärkt. Und ich finde dieses Argument, was mehrfach gesagt wurde und was Gerichte selber gesagt haben, wie auch schon ganz früher VG Schleswig, dass das Gericht sagt, ich weiß es ja auch nicht besser, also das tut mir jetzt sehr leid, das ist für mich keine Begründung, das Gericht nicht zu stärken durch ein In-Kamera-Verfahren im Hauptsacheverfahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Runde, die verkürzt sein wird. Allen Fraktionen stehen jetzt Frage und Antwort noch 3 Minuten zur Verfügung. Und ich bitte Carsten Möhring zu beginnen. Ja, meine Frage geht an Herrn Däuper. Das Dilemma, was uns jetzt sehr deutlich aufgezeigt wurde, ist ja die Frage, wie weit ein In-Kamera-Verfahren reicht. Und ich habe Herrn Possa vorhin so verstanden, dass auch dann nicht gewährleistet ist, dass ein Gericht nicht sagen kann, ich kann es nicht beurteilen, auch nach Einsicht in die Unterlagen, und würde deswegen eine Genehmigung nicht zustimmen. Deswegen nochmal an Sie die Frage, gibt es die Möglichkeit eines In-Kamera-Verfahrens, das nicht sozusagen zur vollständigen Akteneinsicht führt, aber den Klägern Einsichtmöglichkeit in begrenzter Weise gibt, und sei es nur durch die Art des Berichts, dass das Gericht, den das Gericht im Rahmen seines Urteils formuliert, oder ist das nicht möglich? Wenn ich jetzt Frau Fouquet richtig verstanden habe, dann stehen wir ja vor dem Dilemma, dass wir sozusagen ein gestuftes Verfahren haben. Entweder weiß die Behörde alleine und entscheidet alleine, Funktionsverwalt, oder das Gericht ist in irgendeiner Weise involviert, aber der Kläger nicht. Und wenn der Kläger mit berücksichtigt wird, ist die Geheimhaltung nicht mehr möglich. Deswegen die Frage, kann man daraus ein Verfahren zimmern, was sozusagen den Kläger nicht völlig ausschließt, aber die Geheimhaltung trotzdem gewährleistet? Quadratur des Kreises, fürchte ich, aber ich interessiere mich für Ihre Meinung. Ja, vielen Dank, Herr Möhring. Das war in der Tat genau der Begriff, der mir gerade auch durch den Kopf schoss, Quadratur des Kreises. Also wir haben das Dilemma ausführlich jetzt beschrieben aus verschiedenen Perspektiven. Ich fürchte tatsächlich, dass es da jetzt nicht die Auflösung gibt. Herr Professor Eber war ja auch schon danach gefragt worden nach seiner Idealvorstellung. Natürlich ist es auch nach wie vor denkbar, und das kann ja auch nicht anders sein, dass ein Gericht zum Ergebnis kommt, dass es dann die Genehmigung im Endeffekt auch aufhebt. Es dürfte nur nicht mehr deswegen, wenn man das In-Kamera-Verfahren in der Hauptsache einführt, deswegen aufheben, weil es sozusagen nicht ausreichend sozusagen Kenntnis hat davon, auf welche Grundlage die Genehmigungsbehörde ihre Entscheidung in der Sache gestützt hat, dann erfolgen. Und das wäre eben aus meiner Sicht der
ja, im Grunde wesentliche Fortschritt, so dass man zumindest die Geheimhaltungsinteressen des Staates auf der einen Seite und natürlich auch das Rechtsschutzinteresse der Kläger auf der anderen Seite in ja, das, was eben maximal an ja, praktischer Konkordanz da möglich ist, in Ausgleich bringt. Vielleicht noch ein kleiner Satz, weil der auch so ein bisschen damit zusammenhängt, nochmal zu dem 44 Absatz 3. Da haben ja sowohl Herr Posser als auch Herr Wollentheit jetzt im Grunde gesagt, dass der dort so kodifizierte, normierte Funktionsvorbehalt hinter das zurückfällt, was die Gerichte im Moment machen. Das sehe ich ehrlich gesagt etwas anders, denn den Wortlaut finde ich da nicht so eindeutig. Und letztendlich ist es natürlich, und da hat Herr Wollentheit komplett recht, diese Einschränkung der gerichtlichen Kontrolle eine Anomalie des Rechtsstaates. Und gerade deswegen muss natürlich auch ein Mindestmaß an gerichtlicher Kontrolldichte gewahrt bleiben und ist letztendlich verfassungsrechtlich geboten. Und deswegen denke ich, dass die Kontrolle von Risikoermittlung und Bewertung auf einer ausreichenden Datenbasis, die Berücksichtigung von Stand von Wissenschaft und Technik auch nach wie vor dann eine Aufgabe des Gerichtes bleibt. Meines Erachtens aus dem Wortlaut schon, aber jedenfalls aus einer verfassungskonformen Auslegung. Das war's. Ich danke Ihnen. 3 Minuten sind sehr kurz. Wir aus dem Parlament kennen das. Das ist oft die Zeit, die wir für Reden haben. Aber ich hoffe, wir bekommen es hin, dass alle noch drankommen. So, jetzt hat Frau Scheer das Wort. Bitte. Eine Frage geht an Frau Fouquet aufgeteilt und Herrn Ewer. Und zwar von beiden würde ich gerne kurz nochmal erörtert haben, inwieweit wäre mit einem In-Kamera-Verfahren als Additivum, also so wie beim vom Bundesrat vorgeschlagen, gewährleistet, dass es immer noch einen Bereich der Einschätzungsprärogative der Verwaltung gäbe? Oder wäre diese damit faktisch aufgehoben? Frau Fouquet, ich mache mich dann bemerkbar, wenn etwas über eine Minute durch ist. Das Mikrofon noch, bitte. Jetzt, ja, Entschuldigung. Diese Frage von der Abgeordneten Nina Scheer regelt ja eigentlich die Empfehlung des Bundesrates, wenn man sich den Wortlaut anguckt. Da kann man natürlich jetzt nochmal drüber nachdenken. Also die Prärogative der Verwaltung bleibt insofern bestehen, wenn man den Absatz 1 sieht, der beschreibt das Verfahren, der beschreibt die Erteilung erforderlichen Schutz gegen Störmaßnahmen und Einwirkung Dritter und die Einschränkung der Vorlage der behördlichen Urkunden oder Akten. Das ist sozusagen, das macht den Weg, das beschreibt die Situation, vor der sich das Gericht, vor der sich alle Beteiligten im Verfahren im Funktionsvorbehalt, in der Funktionsvorbehaltwelt befinden. Und wenn die Behörde dann von ihrem Recht nach Absatz 1 Gebrauch macht, nämlich nicht alles zu zeigen, dann schlägt Absatz 2 zu und dann entscheidet das Gericht in der Hauptsache durch Beschluss, inwieweit die beteiligten Rechte anzuwenden sind. Und das Geheimhaltungsinteresse und die Abwägung Geheimhaltungsinteresse versus Recht auf effektiven Rechtsschutz macht ja dann das Gericht. So, und wenn es dann zu dem Schluss kommt, wir brauchen das In-Kamera-Verfahren, dann entwickelt das der Absatz 3, wie ich vorhin gesagt habe. Und hinzu kommt dann weiter eine Überprüfung, ob diese Weichenstellungen alle richtig waren, lässt dann ja der Absatz 5 zu. Dankeschön. Herr Ewer. Ja, vielen Dank. Frau Scheer, die Frage ist eindeutig zu beantworten. Die Einschätzungsprärogative der Funktionsvorbehalt bleibt bestehen. Auch bei einer gerichtlichen Kontrolle. Gerichte sollen die Verwaltung kontrollieren. Sie sollen nicht prüfen, wie sie anstelle der Verwaltung entscheiden würden, wenn sie selbst zur Entscheidung berufen wären. Daraus folgt, wenn die Entscheidung einen Entscheidungsspielraum eingeräumt erhalten hat, hat das Gericht lediglich zu überprüfen, ob dieser richtig ausgeübt worden ist,
nicht, ob man ihn auch anders rechtmäßig hätte ausüben können, wie es vielleicht einem Richter mehr vorschweben würde. Das hat er nicht zu prüfen. Ein gutes Beispiel für dieses System sind die Entscheidungen der OVGs zu den Corona-Maßnahmen im Moment. Da findet genau das statt. Da ist eine Einschätzungsprärogative der Verordnungsgeber. Es wird überprüft, ist der Einschätzungsspielraum eingehalten, und es wird nicht überprüft, hätte man das nicht auch rechtmäßig ganz anders regeln können als Verwaltung. Vielen Dank. Herr Kraft, Sie haben das Wort. Danke. Ich würde bitte den Herrn Thielen noch fragen. Sie haben vorgestellt, eine größere Menge von Gremien, die in der Entscheidung zur Sicherheit der Prozesse oder der möglichen Gefährdungen beteiligt sind. Nun ist es so, dass eine Behörde oder eine Institution alleine, ein Gremium alleine, kann sich nicht selbst kontrollieren. Und gerade wenn man diesen Vorbehalt hat, dass Sachen nicht transparent sind, sondern dass man quasi de facto glauben muss, wer wird Kontrolle ausüben dafür, dass die Gefährdungspotenziale realistisch erstens aufgenommen werden und zweitens, dass die Gegenmaßnahmen in realistischer Art und Weise dargestellt worden sind? Ja, danke, Herr Dr. Kraft. Ja, ich bin jetzt nicht so darauf aufgestellt, natürlich, wer jetzt wen kontrolliert. Aber ich sage mal, diese Gremien, die diese eingestuften Dokumente erstellen, das ist ja nicht nur ein Gremium. Das sind also viele verschiedenen Gremien. Da sind Polizeibehörden, Sicherheitsbehörden dabei. Da sind aber auch Genehmigungsbehörden dabei. Da ist die GS dabei. Also da ist der Arbeitskreis Lastannahmen-Evaluation. Also es sind verschiedene Kreise von verschiedenen Personen, die da gemeinsam, ich sag mal, ein Dokument erstellen oder die Lastannahmen zum Beispiel erstellen oder SWD-Richtlinien. Und ja, wer jetzt wen kontrolliert, ich denke mal, das ist jetzt, weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber für mich ist wichtig, dass die Erweiterung eines Kreises, also der jetzt detaillierte Kenntnisse hat in den Dokumenten, die Verschlusssache sind, jetzt meiner Meinung nach nicht dazu führt, dass die Sicherheit der Bevölkerung erhöht wird, sondern gerade im Gegenteil, wenn dieser Kreis besonders groß wird, wird ja die Sicherheit eher geringer. Dankeschön. Frau Skodelny. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Frau Companini. Ganz kurz, wir haben vorhin von der Frau Fouquet gehört, welche Vorteile das In-Kamera-Verfahren für die Kläger hätte. Mich würde noch mal interessieren, welche Vorteile Sie in dem In-Kamera-Verfahren dezidiert sehen und welche Abwägungen aus Ihrer Sicht im Bundesrat dazu geführt haben, dass sich die Mehrheit der Länder hinter diesem Vorschlag gestellt haben. Ja, vielen Dank. Also die Vorteile hatte ich eben schon so ein bisschen geschildert, einfach, dass der Kläger, es ist auch für den Kläger besser ist, meines Erachtens, dass auch das Gericht alle Unterlagen einsehen kann, auch wenn es darauf nicht, auch nicht im Urteil dann ausdrücklich auf jeden Punkt Bezug nehmen könnte. Die Länder haben natürlich das Thema, die sind zuständig für die Atomaufsicht, die erteilen teilweise Genehmigungen und so gut die Genehmigung auch ist, wenn man dann nicht nachweisen kann. Also die kann natürlich, ich sage, jeder macht Fehler, aber die Genehmigung kann perfekt sein. Aber wenn man dann vor Gericht nicht nachweisen kann, dass alles in Ordnung ist, dann ist das ein Problem. Und insbesondere, wenn Sie bedenken, dass teilweise je nach Genehmigungstatbestand der Genehmigungsinhaber auch einen Anspruch auf diese Genehmigung hat, dann dreht man sich wirklich im Kreis. Ich muss auch dazu sagen, auch zu Ihrem Punkt vorhin, Frau Skodelny, wenn so ein Bundesratsvotum erfolgt, dann werden es, jedenfalls wenn es um solche verwaltungsgerichtlichen Verfahren geht, natürlich auch die Justizressorts, zumindest bei uns beteiligt. Ich gehe davon aus, dass das auch in den anderen Bundesländern so ist. Und wenn da jetzt schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken gewesen wären, dann hätte es so eine, so ein Beschluss, Mehrheitsbeschluss des Bundesrats ja nicht gegeben. Darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Und wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, wenn jetzt, also ich habe eben gehört, es besteht die Befürchtung, dass der Funktionsvorbehalt, so wie er im aktuellen Entwurf geregelt ist, hinter dem zurückbleibt, was die Rechtsprechung sagte bislang. Den sehe ich jetzt nicht. Wenn man sich nämlich mal zumindest die Begründung anschaut, dann nimmt die Bundesregierung ja genau darauf, auf die bestehende Rechtsprechung Bezug. Ich glaube nicht, dass es anders gemeint war. Vielleicht ist es nicht so klar formuliert im Gesetz selbst, aber in der Begründung ergibt sich das schon. Dankeschön. Jetzt ist Herr Stebel
dran. Ich höre gerade, dass er etwas technische Probleme hat. Klappt es, Herr Stebel? Nein, ich höre nicht. Dann würde Herr Lenkert das. Ich die Frage, Frau übernimmt das, Herr Lenkert, ja. Ja, also die Frage geht an Herrn Wollentheil und Frau Dickel. Wenn der Entwurf der Bundesregierung mit dem Funktionsvorbehalt trotz möglicher Verfassungswidrigkeit durchkäme, welche Effekte befürchten Sie dann mit Blick auf ein neues Zwischenlagerkonzept, die Endlagersuche und das Standortauswahlgesetz? Vielen Dank. 1,5 Minuten pro Sachverständigen jetzt, bitte. Darf ich anfangen, Juliane? Okay. Bitte. Also ich hatte ja bereits in meiner schriftlichen Stellungnahme ausführlich dargelegt, warum ich meine, dass diese Diskussion, die wir hier führen, um dieses Gesetzesvorhaben eine äußerst negative Vorbildwirkung gerade auf die aktuell stattfindenden Prozesse hat. Es wird ja derzeit in mehreren Gremien über die Frage diskutiert, wie zukünftige Endlagerkonzepte aussehen können. Und dabei spielt vor allem auch gerade diese Frage, nämlich wie kann man diese Endlager vor Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter schützen, eine ganz prominente Rolle. Die Endlagerkommission hat ja in ihrem Bericht zum Standortauswahlgesetz sehr deutlich darauf gesetzt, dass Transparenz und Bürgerbeteiligung und auch Rechtsschutz erforderlich sind für einen gelingenden Prozess bei der Endlagersuche. Und der Gesetzgeber hat das ja nachvollzogen in § 1 des Standortauswahlgesetzes. Und genau diese Postulate, die die Endlagerkommission befürwortet hat, normiert. Wenn jetzt die Debatte um die Verlängerung der Zwischenlagergenehmigung, die ja erst sozusagen 2043 ansteht, wenn man da jetzt von vornherein sich anschickt, den Rechtsschutz und auch die berechtigte Kommunikation, um diese Fragen dadurch zu erschweren, dass man sozusagen die Festlegungen, die dazu getroffen werden, allein dem Staat überantwortet, dann ist das natürlich geeignet, also diesen Prozess erheblich zu beeinträchtigen, indem man sozusagen ihn in einem Schleier von Geheimhaltung erstickt. Das ist meines Erachtens auch Gift für ein ganz zentrales Postulat im Standortauswahlgesetz, in § 5 Absatz 1. Dort heißt es, ich zitiere, Aufgabe des Prozesses ist es, eine Lösung zu finden, die in einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird und damit auch von den Betroffenen toleriert werden kann. Ich meine, Sie sollten sich an diesem Anspruch auch orientieren und diese angestrebte Gesetzgebung die geeignet ist, tatsächlich diese Debatte erheblich zu behindern, auf die nächste Legislaturperiode vertagen. Danke. Genau, ich eile. Ich kann mich Herrn Dr. Wollentheit nur anschließen. Also zur Zwischenlagerung ist es ganz klar und es wird von verschiedensten WissenschaftlerInnen gesagt, dass der aktuelle politische Zeitplan zur Findung eines Endlagers nicht realistisch ist. Es wird länger dauern. Die Zwischenlagerung wird uns sehr viel länger beschäftigen und damit auch gesellschaftlich immer wichtiger. Es braucht ein neues Konzept. Und auch die Genehmigung eines Endlagers würde unter diesen Funktionsvorbehalt fallen. Es geht bei dieser Suche um Transparenz, um Beteiligung, um umfangreiche Überprüfungsmöglichkeiten. Da dürfen nicht jetzt frühzeitig Fakten geschaffen werden, denn faktisch ist es eine Schwächung der BürgerInnenrechte. Symbolisch kann es die Standortsuche erheblich beschädigen, weil es ein weiteres Argument ist für diejenigen, die jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt das Verfahren als interessensgeleitet und unglaubwürdig abtun. Und das könnten sukzessive immer mehr werden. Und das Verfahren ist eh nicht leicht. Und jetzt die Weichen so zu stellen, könnte es perspektivisch enorm beschädigen. Das muss einfach Berücksichtigung finden. Danke. Dankeschön. So, ich habe für die heutige Anhörung die letzte Frage. Und meine Sachverständige, die ich gerne fragen würde, ist Frau Fouquet. Ich stelle ihr aber keine Frage, sondern ich glaube, es sind ganz viele losen Enden heute noch bei allem, was wir diskutiert haben. Und ich überlasse es Frau Fouquet, jetzt zum Schluss dieser Anhörung noch zu sagen, was sie glaubt, was noch offen geblieben ist. Bitte. Naja, was offen geblieben ist. Ich bedanke mich erstmal. Ich glaube, das ist eine der spannendsten Anhörungen, die ich das Vergnügen hatte, mitmachen zu dürfen. Die Auseinandersetzung ist klar. Wir befinden uns in einer prekären Situation. Wir befinden uns im Bereich der Einschränkung der Grundrechte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es geht nicht darum, jetzt irgendeine Meinung zu haben, die besser sei als die des Kollegen oder der Kollegin. Was mir nur wichtig ist, ist auch noch mal zu sagen, dass die
diese beteiligten Rechte, wenn sie denn doch so beschränkt werden durch die Frage der Prärogation, wenn in diesem Bereich haben wir nie eine ideale Lösung. Das wurde ja auch schon angesprochen. Was ich mir jetzt nur durch den Kopf geht, aber auch das ist wahrscheinlich absurd, ob es eventuell im Gesetz noch die Möglichkeit gäbe, einer gewissen Berichtspflicht der Fachbehörden, des Fachministeriums, alle paar Jahre, um die nur beobachtet, wie laufen die Verfahren, wie laufen die Genehmigungsverfahren und wo gibt es eventuell Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf diese Atomgesetznovelle. Aber das ist wirklich, alles andere ist, glaube ich, von uns allen zumindest problematisiert worden. Herzlichen Dank. Diese letzte Anregung nehmen wir sicher auch noch mit. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen ganz außerordentlich bedanken. Ich fand das auch eine hochspannende Anhörung. Das Dilemma ist weidlich beschrieben worden, vor dem wir stehen. Und ich glaube, als Abgeordnete werden wir uns jetzt auf den Weg machen müssen im weiteren Beratungsverfahren nach der bestmöglichen Lösung. Wir kennen diesen Ausdruck aus anderen Zusammenhängen im Atombereich. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass mehr als nach dem Bestmöglichen zu suchen in Atomfragen oft vergeblich ist. Deswegen werden wir uns auf genau diesen Weg machen. Herzlichen Dank für die Expertise, für die spannenden Fragen, die ergiebigen Antworten und haben Sie weiterhin einen guten Tag und wir schauen, was wir mit all dem, was Sie uns mitgegeben haben, dann im weiteren Verfahren im Parlament machen. Vielen Dank.